Boah, ich bin momentan so Geogesser-süchtig, ne? Ich bin auch echt besser geworden. Wollen wir eine Runde spielen? Ha? Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. Gibt es einen Modus, wo wir 2v2 machen, also zusammen? Weil das wäre geil. Gibt es sowas? Ich weiß boah, nicht. Ja, nur so Party-Lobbys, glaube ich. Das müssten die irgendwie machen, oder? Das wäre doch cool. Ich fände das eigentlich ziemlich geil. So ein 2v2-Drank-Mode fände ich dope. Wäre geil. Warum machen die das nicht? Aber wir können doch einfach einen 1v1 machen. Dann gewinnst du halt, aber juckt. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich auch eine Chance. Ja, wer weiß. Warte mal, ich schicke dir einen Link. GeoBingo bekommt, by the way, Comeback mit Abo-Modell. Was heißt das? Ist das nicht mit Abo-Modell gerade? Ja, doch, ist es. Du musst mittlerweile, du musst zahlen, um alleine zu spielen. Aber du kannst, so ein bisschen ja, wie es beim Nintendo DS aber, war doch schon immer so, oder? Nee, das war noch nicht. Also du konntest, schon sehr lange so, meine ich. Sorry. Achso, es geht um GeoBingo, Bro, nicht GeoGesser. Es geht um GeoBingo, das, was wir auf privat bekommen haben. Aber du meintest, dass wir GeoGesser spielen, oder? Ja. Mach mal ein Lobby auf. Ich hab einen Link geschenkt. Bro, ich liebe GeoGesser, Mann. Das ist so ein geiles Game. Ich finde, das Einzige, was ich, glaube ich, schade finde, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass es halt onstream sehr stream-snipey ist, wenn ich so, warte, ich muss es kurz leiser machen. Wenn ich so ich spiele am liebsten dieses Battle Royale-Ding, weißt du? Ist das No-Move? Können wir uns gar nicht bewegen? Nee, du kannst dich nur umgucken, es ist No-Move, ja. Ich weiß, was du meinst. Es macht aber echt, es macht sehr viel Laune auch. Das Battle Royale-Ding ist nicht mehr ranked, es gibt jetzt nur noch Duels ranked. Aber es ist sehr, sehr, ich habe nicht so viele Stream-Sniper, ehrlich gesagt. Auch so nicht. Okay, achso, wir haben gar nicht im Dings, aber ich hab irgendwie eine scheiß Lobby erstellt. Ah, das ist so eine, wo wir am Ende sehen, ne? Ja, ja, warte, das ist Quatsch, ich mach gleich nochmal eine neue. Oh? Oh shit, das ist doch Tokio? Oder was ist das? Nee. Utsunomiya. Na gut. Nehmen wir. Ja. Alright, Runde 2, Ladies and Gentlemen. Ja, okay. Wow, sowas finde ich crazy schwer. Ich wüsste jetzt hier wirklich nicht, was ich hier mitnehmen soll, Digga. Also ja, wahrscheinlich das ist aber auch so. Okay, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dieser gelbe Streifen, der gibt wahrscheinlich irgendwas. Digga, was haben die hier? Ein Opel Corsa, Alter? Was ist das für eine Karre, die hier fahren? Mit so einer Minigun obendrauf, Alter. Digga, natürlich, da fährt irgendwer ein Ferrari draußen. Boah, ich weiß es nicht, Digga. Ich mach mal. Das ist wirklich schwer. Ja, das. Hey, moin, GG. Naja, aber. Das ist Europa. Es hat mir irgendwie sehr krass Europa gegeben. Ja, was hat die USA gegeben? Auto und der gelbe Streifen. Okay. Was meinst du mit Auto? Die Autos sahen American aus, die man in der Entfernung gesehen hat. Was ist das? Ah. Barcelona. Da warst du erst vor kurzem. Ja, Digga, so eine geile Stadt, what the fuck. Real Talk ist es an einem Level, wo ich überlege, ob ich da hinziehen will für so ein Jahr. Ich finde, Barcelona war so geil, what the fuck. Okay, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Gegend, wo man, wenn man da auf ein Grundstück geht, mal aktiv abgeschossen wird. Sieht aber schön aus. Home Alert, Neighborhood. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. We immediately report all suspicious activities to our police department. Muss dir aber sagen, sowas, also NA-Guesses ist echt schwer. Ja, Mann, da sieht auch echt viel ähnlich aus für uns. Also das Europes. Das kann ich auch echt nicht so gut. Also Russland und NA ist wirklich, also USA ist echt, das sind so die schwierigsten Länder, weil die halt wirklich sehr stark verteilt sind. Aber hier guckst du so ein bisschen auf Vegetation. Ja, aber selbst mit der Vegetation. Ich kann das gar nicht einschätzen, Bro. Ich glaube, das ist eher hier so wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Oder hier vielleicht sogar. Wild Guess. Oh, was? San Francisco ist das? What the fuck, Alter? Okay, ich habe gerade einen Check gesehen. Ich dachte, es ist so Florida vielleicht oder so. What the fuck? Ja, trollt. Ja, Herr Chad, ihr hättet gewusst, oder ihr Wichser? So. Was steht jetzt? Santiago? Ist irgendwas im Norden, oder? Santiago, Lavacolla. Ist das Europa, Bro? Alter, boah, den finde ich auch wieder tricky gerade. Den kriegst du zu 100% eigentlich. Ist das Spanien? Das sieht nicht aus wie Spanien, oder? Da war Quatsch jetzt dann. Boah, wir müssen noch eine spielen danach. Ich muss nochmal gleich das. Wir können 2v2 gleich spielen. Wie macht man das? Wie geht hier 2v2? Ich glaube, ich muss irgendwie. Also, falls ihr gerade eingeschaltet habt, wir.
Wir warten gerade darauf, dass das, was das Game runtergeladen ist, weil er ist nicht vorbereitet. Peinlich. Ja, ihr wisst offensichtlich, dass es ein Joke ist. Kevin hat noch nicht runtergeladen. Deswegen warten wir. Das ist Cap. Basti hat wirklich noch nicht runtergeladen. Boah, ich habe im letzten Moment noch Santiago gefunden, Alter. Holy shit. Puh. Juhu. Easy. Fucking easy, Chat. Ey, Realtor, okay, ich hab mich nicht so schlecht geschlagen. Ich finde 19.600 zu 15.000, dafür, dass du so oft spielst, ist nicht crazy. Also, es war, um fair zu sein, jetzt auch nicht die schwersten Guesses auf Erden. Aber ja. Okay, wie funktioniert 2v2? Lass uns noch eine machen. Digga, findet ihr es nicht irgendwie auch? Also, ich weiß nicht, ob es was ist, was so in deinem Interesse oder im Chats Interesse ist. Aber also ich habe mich halt früher so ein bisschen mit so Webdesign auseinandergesetzt, aber halt so ganz wenig. Ich finde das so krass, was man machen kann einfach mit so einer... Digga, es sieht einfach aus wie so ein Game auf Steam einfach und es läuft auf so als Website, Bro. Ich finde das so crazy. Ja. Okay, warte, wir können reden miteinander, oder? Wir können reden, wir spielen zusammen sozusagen, wir sind ein Team. Okay, hast du irgendwas, wo du denkst? Es sieht mir sehr Südamerika aus. Es ist Argentinien, es ist 100% Argentinien. Okay, woran denkst du, wieso denkst du? Weil die Straßenschilder sind sehr typisch argentinisch. Ja. Und viel wir haben... Gifted, Bruder. Viel Liebe in den Chat, Jungs. Viel Liebe in den Chat. Also es ist auf jeden Fall Südamerika und... Willst du Argentinien machen und nicht mal was anderes oder so? Oder bist du 100% sicher, dass Argentinien ist? Ja, also ich... Der einzige Hedge, den ich gerade habe, shit, ist... Wir müssen. Ich geh Nord. Ja, es wird nicht so nördlich sein. Ja, toll. Es war sehen. Okay, nicht schlimm. Ist okay, wir haben noch ein bisschen. Das ist genau der Modus, den ich meinte. Geil. Mhm. Okay, geil. Du kannst moven, wie ich kann moven. Achso, wir können hier moven. Es ist move. Oh mein Gott, Bruder. Digga, gar nicht gecheckt. Wir haben da vorhin eine Runde gespielt ohne moven. Digga, ich hab's mir extra schwer gemacht gerade. Wie scheiße. Kranke Story Game, Basti noch runter, wir sind gleich fertig. Okay, Kevin, wir sind jetzt, North America, das ist, also das weiß ich, weil die Sonne im Süden steht, deswegen sind wir auf der Nordhalbkugel. Ja, ich versuche irgendwas zu finden. Mach du so die obvious Sachen, ich versuche einfach, wenn wir so irgendwo sind, fahr ich einfach los, okay? Berry ja. Mini Storage habe ich gefunden. Was ist, warte, da hinten ist ein Schild, vielleicht kann ich da was mitnehmen. Nee, leider nicht, Digga. Das ist echt zu schlechte Quali. La Boca steht hier. Ja, ich glaube. Mazzarino oder so, aber ich glaube, bringt uns nichts. Hier ist eine Vorwahl 910, ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Ja, oha. Real Talk, Kevin, ich würde einfach mal so Iowa gehen. Und wenn du willst, geh mal ein bisschen entfernteren Bundesstaat. Einfach so ein bisschen. Ich mach Süden, ja, Dallas oder so. Texas. Ja, ist ein bisschen zu grün dafür. Ja, okay, true. Ich kann dich nochmal moven, ne? Nee. Könnte auch Kanada sein, to be honest. North Carolina, boah, das ist eine. Alter, das ist eine Schelle, Mann, die sind gut. Die holen wir noch. Ja, okay. Okay. Das hier ist. Ja, was ist das? Kroatien oder so? Mhm. Tschechien, oder? Ist Tschechien? Ich glaube auch, das ist Tschechisch. Tschechisch, also auf jeden Fall Osteuropa. Tschechisch, Slowakei, Polen. So diese mäßige, würde ich sagen. Ich kann die Sprache nicht so ganz auseinanderhalten, um ehrlich zu sein. Wobei, nee, ich glaube, das ist Polen. Also dieses Zebrastreifenschild, wo keine Streifen drauf sind, das müsste Polen sein. Okay. Das ist Polen. Sportowa. Scheiße, ja, dann gehen wir Polen rein. Ich gehe eher westlich. Ich gehe zentral. Mit Lodge haben wir eigentlich einen sehr guten zentralen. Digga, die sind schon wieder näher, Bro. WTF. Okay, ja, aber ist nicht crazy. Jetzt kommen nämlich erst die Multiplier. Oh, und jetzt geht's auf los. Okay. Gehen wir in Polen rein. Bro. Okay. Northwoods. Ah, nee, da steht nichts dran. Ist das irgendwie so Lettland oder so? Nee, ne? Nee, okay. Priority over oncoming vehicles. Auf jeden Fall Englisch. Gelbe Kennzeichen, das ist UK, oder? Es muss Irland sein. Okay, haben die da auch gelbe Kennzeichen? Es gibt auch ein paar mit weiße Kennzeichen. Ja, warte mal, ich glaube, geh mal du ruhig British so ein bisschen, das ist so Birmingham oder so in die Richtung. Und es ist auf jeden Fall eine .com-E-Mail hier, Bro. Ja, geh mal nach Birmingham, ich würde nach Irland sicherheitshalber noch gehen. Ja, hab. Wir haben aber, glaube ich, oder?
Ja, du holst, ja. Okay, ist jetzt nicht der Crazy Damage, aber nehmen wir. Nehmen wir. Keine Kurse noch. Digga, da stand bei mir, need a lorry. Das war so das Mouse UK Ding überhaupt, Alter. Mhm. Need a lorry, das war so ein Abschleppdienst, Bruder. Was ist das? Boah, das Ding ist bei mir, weil ich Hong runterlade, die so? Spiel. Es ist Japan sehr wahrscheinlich. Ja, also bist du sicher? Das sieht mir hier nicht aus wie so. Das sind doch keine japanischen Schriftzeichen, oder? Ich muss noch ein bisschen mehr sehen, weil. Ja, ich fahre mal auch ein bisschen rum. Oh, die Seite ist ein bisschen stuck. Also, ich würde sagen, es ist China, war mein erster Gedanke, aber China gibt's doch nicht, oder? Es könnte Taiwan sein. Dann ist es Taiwan. Ja, dann ist es Taiwan. Mit Taiwan könnte es auch sein. Es ist auf jeden Fall nicht japanische Schriftzeichen, würde ich sagen. Ja, du hast recht. Es ist Taiwan. Lass uns nach Taiwan. Beide nach Taiwan. Okay. Und rein. Hilf mal kurz, wo ist denn? Ach, hier. Dann gehe ich ein bisschen weiter südlich, aber nicht viel. Geh mal in die Hauptstadt Taipei. So ein bisschen. Ja, oder? Ich bin ja. Straight up rein. Ich bin straight up rein. Alright, come on. Come on, den brauchen wir. Ja, oh, den haben wir big. Oh mein Gott. Digga, sehr gut. Holy shit. Es gibt halt Hongkong. Okay, gute Arbeit, Bruder. Shoot one. Ich glaube, ich habe sogar Hongkong am Anfang gesagt, ne? Mm. Oh, with there. Es ist auf jeden Fall, also es ist Englisch, also ist es Australien oder so? Es sieht mir zu hell aus. Oh mein Gott, ich weiß, wo es sein könnte. Es ist Linksverkehr und ich habe, ich hoffe, das könnte das ein gelber Perth-Sticker sein. Ich habe auf jeden Fall auch gelbe Kennzeichen schon gesehen, oder? Ey, Kevin, wir machen es so. Geh mal du zwischen Sydney und Melbourne, einfach so in die Mitte zwischen den beiden Städten. Ich gehe nach Perth. Ich glaube, das könnte Perth sein. Das ist diese Stadt ganz im Westen. Aber Muss ich hingehen? Südosten, zwischen Sydney und Melbourne. Einfach da irgendwo reinklatschen. Okay. Boah, das wäre so wichtig. Das ist so ein wichtiger. Der entscheidet jetzt. Oh mein, sorry. Du musst hier rein. Nein. Alles easy. Alles gut. Nehmen wir. Digga, ich choke heute so rein. Ich habe gestern... Nicht schlimm. Okay. Solange es kein Damage ist, alles easy. Ja. Okay. Da hinten ist irgendwas mit Rodeo. Rodeo Park oder so. Ist das L.A.? Rodeo Park. Royal Ranch. High Ward Area. Wir sind auf dem Highway 680. Willst du versuchen, den zu finden? Soll ich versuchen, den zu finden? Naja, wir können uns danach halt gucken. 680? 680, es sieht sehr, sehr krass nach Texas aus. 695 habe ich. Meinst du, Texas ist es eher? Naja, nee, nur so die Tendenz ist. Ist Highway das blaue oder das weiße Zeichen? Das blaue. Also ja, okay, dann war ich richtig, aber das gibt's, also findet man hier. Muss man richtig nah ranzoomen, Digga, damit da manche angezeigt werden. Ich such mal weiter. Ich guck nicht auf der Map gerade. Ja. Was ist da? Ach, Digga, no parking allowed. Ja, Bruder, danke, Mann. Wo soll man hier auch parken, Alter? Was ist das für ein Scheißschild? Boah, die lassen sich halt auch so viel Zeit, das heißt, ja, dass ja. Die auch... Boah, das ist auch. Triple Damage, Digga. Boah, das ist ein schwieriger. Fuck. Okay, ich geh so Dallas-mäßig rein. Ja, ich geh ein bisschen, Boah, das war's, Bro. Okay, Kevin, ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, wir müssen noch eine spielen und danach geht's ins Storygame. Auf jeden Fall. Ich hab zu krass gechoked gerade. Alles gut, eine machen wir noch. Einfach play again? Ja. Mhm. Auf geht's. Boah, das ist aber genau der Modus, den ich meinte, der ist mega geil. Ja, Mann. Ich mag halt Move nicht so sehr, ich mag es halt nicht rein, ich mag es eher mit, ich will das Wissen nicht finden, ich will das Wissen im Kopf haben. Fokus! Konzentration. Sazin. Ist das Französisch, Bro? Was ist das für eine Sprache? Das sah erstmal Französisch aus, ja. Ist das so Belgien das, vielleicht oder sowas? Nee, es ist. Es muss Frankreich oder Spanien sein. Oh shit, okay. Es ist Frankreich, zu 100%. Ich sehe den Bollard. Okay, dann gehe ich Lyon. Ja, ich gehe ein bisschen mehr. Ich verteile mich ein bisschen. Ich gehe ein bisschen Richtung Paris. Oh yeah! Ja, let's go! Sehr, sehr gut. Let's go, guter Start, Bruder. Let's go. Schönen Kopf. Nehmen wir. Das ist nicht viel, aber nehmen wir. Stark. Wann wieder geht ja? Oh, ich weiß nicht, Bruder. Ich glaube Dienstag oder so. Okay. Oder morgen. Achso, vielleicht auch morgen Abend. Mal gucken. Aber wahrscheinlich Dienstag. Aber dafür haben wir morgen richtig geile Sachen geplant. Ich mache morgen bei einem Minecraft-Speedrun-Turnier von Veni mit. Zusammen mit Norix und Dima, mit dem wir gestern noch trainiert haben. Das wird übelst geil. Und abends kommt Rezmann noch rum und wir bauen wahrscheinlich noch ein Regal auf. Und chillen einfach ein bisschen hier im Stream. Ich glaube, das wird auch cool. Ja, ist Amerika, oder? Würde ich sagen. Oder vielleicht Australien wieder? Ich weiß nicht.
Ich kann die beiden nicht so auseinanderhalten. Ist in Australien irgendwas? Ist da Rechtsverkehr, Linksverkehr? Ja, Australien ist Linksverkehr und ich glaube, es ist zu 100% Australien, weil dieser rote Fleck auf diesem Bollard, den hast du nur in Australien. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt, Real Talk, ja, wir haben auch, wir haben Olive Green, die Stämme sind Olive Green. Ich gehe deswegen ein bisschen, geh mal du wieder zwischen Canberra und Melbourne und ich gehe ein bisschen, ich gehe westlicher davon, ich gehe nach South Australia, aber geh mal du genau dahin. Ja, oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Es ist Olive Green. Ja! Oh mein Gott, Big Damage! Oh mein Gott! Boom! Schön, Bruder, wichtig. Da geht's nicht, Kevin. Bro, er spielt alleine, oder? Oder ist das bei mir Anzeigefehler? Das ist, glaube ich, Anzeigefehler. Ich stehe auch nur alleine. Oh. Nee. Guck mal, das ist interessant. Das Schild Speed Limit, ne? Du hast in Kanada Speed Maximum und Speed Limit ist nur in den USA. Okay. Deswegen. Also sind wir USA wahrscheinlich dann? Ja, wir sind USA. Okay, ich fahre mal hier runter den Berg. Was würdest du so denken? So jetzt einfach nur vom Vibe vom Bundesstaat her? Ich würde sagen, sowas östlich-südliches, aber nicht so weit wie jetzt Florida oder so, würde ich sagen. Das ist so mein Feeling. From our farms to yours. Digga, da steht einfach Berlin. Snyder of Berlin. Ich würde einfach sagen, Kevin, wir haben so viele Punkte. Lass Ashland, uns einfach ein bisschen. Ashland, KY. Was ist KY? Gibt's KY? Kansas? Oder KY? Maybe? Kentucky? Kentucky, ja. Weil wenn nicht, geht da rein. Ich geh mal Kentucky rein. Ich geh mal Louisville. Gibt's Ashland? Siehst du Ashland irgendwo? Nashville gibt's, aber das. Ashland, ja, ist wahrscheinlich. Nee, es könnte auch übelst klein sein. Setz den mal rein. Ich geh ein bisschen. Ich geh westlicher von dir. Ich bin noch hier so. Und ich mach den da. Okay. Boah, wenn das klappt, wäre krass. Auf jeden Fall, wir haben noch keinen Multiplayer und wir sind bei 6K. Ja. Ich glaube, das könnte kommen. Der könnte richtig reinhauen jetzt. Ich habe das Gefühl, der könnte richtig reinhauen. Ich glaube, Kentucky ist richtig. Sehr gut. Guter Guess. Haben wir den? Ah, nee, leider nicht. Nein, aber sie fahren halt auch gut. Ja. Sehr gut, sehr gut. So. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen Deutschland, aber dann habe ich mich umgedreht, Digga. Es gibt mir gar nicht Deutschland. Wir haben aber auf jeden Fall EU-Plates. Also wir haben blaue Kennzeichen. Ja, und Türkei, oder? Ist das Türkei? Das sieht... Ich glaube, ja. Ich habe auch türkisch gelesen, ne? Ja. Ja, es muss Türkei sein. 0535. Ich weiß nicht, was das für eine Vorwahl ist. Vielleicht weißt du? Nee, Bro, Vorwahlen kann ich nicht. Okay. Es ist auf jeden Fall die Türkei. Es ist aber, Bro, es ist ganz komisch. Ich mache hier so... Ich reise in der Zeit auch, Bro, Loki. Ich würde ja, Bro, einfach... Nochmal ziehen, giftet viel. Ich glaube, wenn wir uns verteilen, wenn du einfach so Raum um Ankara gehst und ich gehe ein bisschen so nach Antalya, dass ich in den Süden gehe, dann sind wir einfach gut aufgestellt. Weil dann... Viel, viel Liebe in den Chat. Danke für den Support, Bro. Das ist eigentlich ganz gut. Du kannst auch, wenn du... Kann auch Raum um Istanbul sein, aber... Ich bin jetzt Ankara einfach gegangen. Ich weiß nicht, wo ich genau hin sollte. Na, nice, ja, haben wir, schön. Zwar nicht crazy viel, aber nehmen wir. Ja, klar. Oh, okay, ja, 666 Damage. Okay, Double Damage, Bruder, jetzt wird ernst. Ey, Chat, wirklich viel Liebe in Chat für Bro, Mann, der Bruder ist eskaliert komplett, Alter. Das ist ganz schön. Speed Limit haben wir, also USA? Ja. Was war Speed Maximum, war Kanada, meinst du? Genau, das kannst du dir merken, weil Maximum im Französischen auch, also in Kanada ist ja auch Französisch in Quebec und da sind die Schilder halt eben auch, weil... Ja. Limit gibt's nicht im Französischen. Oh, okay, check, ja. Gute Eselsbrücke. Warte mal, ich hatte hier gerade ein Schild, Bro. Vielleicht Mill Creek Township. Wir haben im Südosten sehr krasse Berge. Hier ist Schnee. Ja, es ist Wintercoverage. Das sagt eigentlich auch viel aus. Ich kann nur leider damit nicht so viel sagen. Ja, dann ganz, ganz Norden, oder? Ist das nicht so dann... Nee, ist das da nicht so diese Wisconsin-Michigan-mäßige Nummer? Da nicht so mega viel Schnee? Also ja. ich würde mal für so Minneapolis gehen. Ja, hau du den mal da rein, dann gehe ich ein bisschen nach Montan. Ah, ich mach mal so. Oh. Boah, der Tag. Okay, aber das hat uns dann zum Glück dadurch nicht so viel Damage gemacht. Boah, nevermind. Gut, trotzdem. Ich will mal was anderes als USA. USA bin ich ja, nicht so stark. Real Talk, USA ist zack so hart. Wir brauchen mal irgendwie ein bisschen Asien oder so. Oder keine Ahnung, Real Talk könnte Deutschland sein. Ich fahr mal kurz ein bisschen. Nee, wir haben keine EU-Plates, das ist sehr sicher Russland. Das ist Russland. Ist Russland. Oder halt auf jeden Fall kirillische Buchstaben, habe ich gesehen.
Nee, die Zebrastreifenschilder sind neongelb umrahmt, das haben wir in Russland. Okay. Boah, das ist Bassis Land, sag ich. Okay, es sieht mir relativ städtisch aus. Ich fahr mal noch ein Stück, ob ich irgendwas finden kann. Also einer muss auf jeden Fall Moskau rein, Moskau, weil es ist sehr, sehr häufig Moskau-Raum und ich glaube, ich würde mich gar nicht... Geh ruhig mal nach Moskau, ja, mach also ich. Raum Moskau. Ich cover jetzt einfach mal so um Kasan ab. Bitte, so bitte. So krass östlich kann das... Ja, aber wir haben St. Petersburg. Oh, das könnte over sein. Ja, das reicht. Let's go, GG. Stabil. Easy, Bro. Easy. Ich will Loki noch ein Spiel wollen. Lass uns machen. Mein Game ist ready, aber lass uns machen. Komm, lass doch eins machen, dann gehen wir Story Game. Geil. Ja, der Modus ist halt geil, weil da fühlt man sich jetzt auch nicht so benachteiligt, wenn jetzt ich nicht so weit bin. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja, weil man Informationen. Ich glaube, das ist cool. Für dich ist halt cool mit Moven. Krasses Story Game. Ja, Mann, es geht gleich los, Chat. Es geht gleich los. Entspannt euch. Digga, das können wir echt häufiger machen. Digga, ich habe häufiger und öfter gerade zusammen gemacht. Öftiger, Digga. So, ich, Warte, ich habe was gefunden. Proprietà privata. Klingt ein bisschen so spanisch. Es ist Italien, es ist Italien. Italien. Oder sowas, ja. Ich habe ein italienisches Auto und das ist auf 100% Italien. Lass uns vielleicht einen schnellen gehen, weil ich glaube, dass wir die gerade Köchern könnten. Okay. Digga, wo gucke ich nach Italien? What the fuck, Alter? Ich würde hier, weil ich auch ein bisschen Berge sehe, wird nicht so... Ich gehe ein Stück nördlich noch. Ja. Ich würde fast schon eher südlicher noch gehen, aber passt schon. Okay. Schön! Oh, ein guter Kanner. Early. Ein guter Early. Schön. Wundervoll. Fabi, danke für die 3. So, check ich gleich aus. Ja, mal lieber wieder schön NA. Macht am meisten Spaß. Oh ja, bist du sicher? Wegen Pace? Ja, nee, der Vibe einfach. Es ist also... Okay. Sieht aus wie so Denver oder so. Mm. Es gibt so ein Jack Harlow-Cover, wo der, glaube ich, in Denver ist. Das sieht da so aus. Es ist Kanada. Okay. Ich habe eine kanadische Domain gesehen. Okay, geil. Ein relativ großer Start auf jeden Fall. Würdest du sagen, so groß? Stimmt, wenn man so Richtung Süden, das ist schon groß, ja. Ja, genau. Bin hier gerade ein bisschen am Rumfahren, hab eine Oma gesehen. Oh, was da? Bro, okay, hier sind krasse Wolkenkratzer. Das muss schon sehr, sehr groß sein. Ja, da ganz hinten halt, ne? Am Ende der Straße. Ich weiß nicht, ob wir dieselbe gerade langfahren. Ja. Maximum 30. Ja, ja, halt das ist also auch nochmal Kanada. Kanada, ja. Das sind halt so geile Sachen. Ich finde, das bockt so sehr, wenn du halt auch dich über mehrere Sachen darauf bestätigen kannst. So, wenn du weißt, okay, wie müssen die Schilder aussehen, wie muss das aussehen und so. Das ist so cool, immer jeden Tag ein bisschen mehr Wissen dazu zu bekommen. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich würde hier einfach mal rein. Ich gehe... Boah, zügig, Digga, er geht schon rein, okay. Ich würde an deiner Stelle vielleicht nach Ottawa gehen, weil es ist nicht... Wo ist das? Ah ja, hab. Östlich. Es ist mir zu wenig hügelig Kanada für Vancouver. Es ist Vancouver, Bro, Alter, kurz Flashbacks. Hey Leute, wir werden gleich ausgelöst für Sam vs. Wild. Bro, Kanada war so unfassbar hässlich, Real Talk. Also ich, wirklich, also wer auch immer gesagt hat, Kanada ist wie Amerika... und EU gemischt, der labert die allergrößte Scheiße auf dem Planeten, Bro. Es ist legit einfach, es ist no joke, es ist so, als hätte man Amerika nochmal downgegradet, Alter. Ich fand's so wack. Also jedenfalls Vancouver, ich weiß nicht, wie es sonst aussieht. Ich meine, du hast ja auch interessante Erfahrungen damit gesammelt. Ja, aber ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, bevor wir ausgesetzt wurden. Digga, ich fand's wirklich so hässlich. Ich will nie wieder nach Vancouver, Bro, ich fand's mega low. Ich würde hier gerade... Polen, ja, Natur ist übel geil. Also, wie Leute, die gerade Natur schreiben, wir reden von den Städten. Ich rede nur von den Städten. Natur war mega schön, Bro. Ja, obvious. Ist das Polen oder so vielleicht auch? Oder Tschechien? Ja, also wir haben viele Birken. Droga, also und, wie für Osteuropa, würde ich sagen. Es ist Polen, ziemlich sicher. Bin ich auch, also würde ich auch sagen, hier stehen so ein paar Orte, aber ich glaube, damit können wir nichts anfangen. Powiat, Olkusz, Buko,
Ich würde einfach sagen, lass uns in Polen einfach versuchen, clever zu verteilen. Ich gehe ein bisschen ins Zentrum und du kannst noch ein bisschen weiter, wenn du möchtest, in den Norden. Aber wenn ich im Zentrum bin... Ich hatte das Gefühl, ich wollte eher in Osten gehen. Im Westen gehen, ja. Aber guck mal. Nee, ich glaube, bin eher sogar im Nordosten. Ja, okay. Ja, okay, krass. Boah, tschüss, Digga. Bro weiß direkt wo. Okay, aber ist nicht so der Crazy Damage, ist fein. Ja, die haben sich einfach nur im Süden und Norden sehr krass ver. Ja, ja. So, oh ja, ich jetzt. Ich fahr mal zum Schild vorne. Weltrede oder so. Das, wir sind sehr, das wird, das ist Südafrika zu 100%. Ja? Ja. Das ist Südafrika. Wir haben gelbe Außenlinien und auf den... Oh shit, okay, den, okay. Auf den E-Poles sieht es aus, als ob da viele Vögel sind. Ich gehe so ein Stück östlich von Kapstadt. Nee, ja, okay, dann, ja, dann, wenn du das coverst, dann gehe ich mehr hier zwischen... Oh, okay, guter Call, aber... fuck, Digga. Ja, passt schon. Wir holen noch. Wir holen einen großen. Afrikaans kommt aus dem Holländischen. Ja, deswegen, okay. Wenn es halt sehr. Also so, wenn es. Bro, sieht Real Talk genauso aus, als wären wir nicht, woanders. Wir haben gelbe Streifen in der Mitte, ist das USA? Nee, oder die Sonne. Australien? Australien, maybe? Nee, die Sonne steht im mehr im Süden, also wir sind auf der Nordhalbkugel. Okay, also dann Amerika, I guess. Könnte sein, aber ich muss noch mal ein bisschen Information. Miles per hour, 45 mph einfach. Ich weiß nicht, ob das irgendwas aussagt. Also ja, Miles halt ist Nordamerika dann. Ja, noch nicht so viel. Ich weiß nicht, haben die in Kanada, haben die da auch Miles? Oder haben die, arbeiten die da mit km/h? Die arbeiten da mit km/h, oder? Ich glaube auch Miles. Also ich wüsste es jetzt nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Aber ich würde sagen, das ist, ich glaube, das ist simpel einfach wirklich ein USA-Ding. Oh, warte. Ich glaube, es ist Texas, Bro. Okay, was hast du? Ich habe, glaube ich, einen Texas-Shape gesehen. Das ist Texas, Bro. 783 Road, Texas. Dann knall den... Oh, okay. Mein Gott, die haben Stream offen, Digga. Ich weiß nicht, wo 783 ist. Ich gehe einfach mal rein. Ja, und ich gehe mal ein bisschen mehr ins Trockene. Ach, ja. Digga, Züch, Alter. Er wusste direkt. Kevin, ein Big Hit kann ausreichen. Aber... Das sind halt... Das sind Germans, ne? Das ist Brasilien. Okay. Wir haben einen nicht durchsichtigen Ladder Pole und der Boden ist sehr rötlich. Deswegen muss das eigentlich Brasilien sein und die Sonne steht auch mehr im Norden, deswegen sind wir auf der Südhalbkugel. Das ist gute Aufteilung, Bro. Ich schwärme mal direkt aus, Digga, und du machst so die Grundanalyse, habe ich das Gefühl, Digga. Das ist sehr, sehr gut. Voll interessant, also wenn ich immer so E-Poles, du weißt, was ich meine mit Electricity Poles. Also die Dinger, ja. Die jetzt die Dings halten, das sind dieselben, die wir auch in Portugal haben. Und halt Portugal, Brasilien, das ist immer, finde ich, das ist voll interessant. Das hat man zum Beispiel auch in Kambodscha, so oft auch ähnliche wie in Frankreich. Was machen wir? Brasilien, es ist mehr, wir müssen uns in Brasilien... Ich gehe zwischen Sao und Rio, glaube ich. Sao Paulo und Rio. Ja, ich würde eher mal hier. Aber guter, sehr gut. Aber reicht leider auch nicht. Ist wieder Damage. Digga, die sind mal so ein Stück näher, Junge. Okay, Triple Damage, das haut rein jetzt. Okay. Wieder Linksverkehr. Ja, gelbe Kennzeichen, glaube ich auch, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Aber nur hinten. Ja. Ist UK? Hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall. Züchtiger, wo bin ich denn jetzt? Bruder, ich bin irgendwie in so einem Drogenumschlagplatz hier auf einmal gelandet, Junge. Ich bin runtergefahren von der Autobahn. Was ist denn das für eine Scheiße? Netherportal, Real Talk. Ist das normal, dass man für zu zweit Abo zahlen muss? Man muss, glaube ich, für alles Abo zahlen. Ja, früher konnte man halt nur mit so Zeitlimit und so, aber man muss halt wirklich auch, also... Weil diese, dass sie das nutzen können mit Google Maps und so, das kostet irgendwie crazy viel Geld auch. Ich muss auch ehrlich sagen, die machen halt momentan auch echt coole Sachen, dass sie ja, auch voll. Das World Cup Ding und so. Ich unterstütze es gerne, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Community. Hier, Kevin, waren Yards, glaube ich, oder? Ich pressure. Compton steht hier. Aber es müsste eigentlich UK sein, ja. Es ist UK. Geh ein bisschen nördlicher von mir. Auf eine Schnellstraße. Schnell. Bin schon.
Ja, das ist ein geiler Hit. Oh, Digga. Schöner Hit. Oh! Wunderbar. Ich hatte die M4 da gefunden, auf der, also ich hatte ein Schild gesehen. Boah, okay, das ist Digga, jetzt krass. Was haben wir, Grundschule? Aber, was ist das, Restaurant? Nee, wobei, achso, wir spielen ja Move. Das könnte aber sehr sicher auch sowas wie, das könnte so Special Coverage sein, so Hongkong oder so kann es wieder sein. Wenn wir jetzt, weil wir gerade zu Fuß sind, weißt du? Ja, okay. Kann ich hier irgendwie raus? Ich versuche irgendwie rauszukommen. Ich bin raus, ja. ich bin raus! Einfach Escape Room. Brick Age. Fuck, ich kann nicht sagen, was das für Schrift ist. Es könnte japanisch sein. Mhm. Also es ist nicht chinesisch auf jeden Fall. Ich glaube, du hast recht, es ist japanisch. Ich würde sagen. Muss es, es ist eindeutig Japan. Ich würde einfach hier wirklich in große Städte gehen. Wir müssen einmal Tokio abhatchen und ich knall den rein in Tokio. Süß, Digga, was ist das hier? Ja, jawohl, hier ist es wieder so low-key bisschen chinesisch. Dann mach sicherheitshalber Hongkong. Wenn wir Tokio, Toyota, wo kommt Toyota her? Ja, aus Japan. Okay, ja, dann wird es Japan sein. Hier ist ein Toyota, wir sind in einem Toyota-Museum, Bro. Dann geh nach Osaka oder so, eine andere große Stadt in Japan. Das werden die anderen aber auch haben. Die werden auch zu 100%. Ja, glaube ich auch. Ja, aber sie haben genau dieselben Guesses. Osaka und Tokio. Ja, die Wichser. Quadruple Damage. Ja. Yeah. So, Kevin, Linksverkehr. Und wir sind in roter Briefkasten. Wir sind in Australien zu 100%. Mein Fuß ist eingeschlafen. Starker Call. Cutkin oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Großes ist. Steht da hinten noch. Es wird irgendwo wieder dort, wo du in Australien immer reingehst, Kevin. Das wird irgendwo dort sein. Ja, komm, dann machen wir's. Hau du mal den dazwischen, dann gehe ich ein bisschen. Also geh mal zwischen, genau, ja. Das ist eigentlich ganz nice. Das könnte noch ein bisschen weiter raus sein. Nice. Ja, aber unsere Punkte. Den haben wir. Boah! Reicht nicht ganz. Alter, aber vierfacher Damage schon rein. Holy shit. Okay. Okay. Boah, vielleicht. Die haben auf Ö und E haben die. Also, die haben Ö und E einfach. Was ist das? Nordeuropa? Warte, Nyköping. Ich kenne die Stadt, glaube ich. Nyköping ist. Das klingt übertrieben skandinavisch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Kevin. Das ist. Ich glaube, Nyköping. Es gibt ein finnisches Nyköping, aber auch ein schwedisches. Nee, ich hab Nyköping. Ich geh rein. Ich gehe so ein Stück weiter westlich, ja? Es geht 21 Kilometer in Richtung. Ja, genau. Genau. Ich bin in. Was ist das? Norköping, bin ich reingegangen. Oh, du bist näher! Bruder, die gucken doch 160 Stream. What the fuck? Alter. Schön, Bruder. Schön, Bruder. Trotzdem sehr gut. Wir holen die. Sehr, sehr gut, Digga. Fünffacher Damage. Alter, Junge, jetzt knallt's. Das ist ziemlich sicher. Südafrika. Bullrush oder so steht hier. Bullrush. Es ist sehr sicher Südafrika, weil die Zäune sind hier krasser protected. Bruder, ist das kranke Scheiße, Massi. Hier kann man Gold kaufen? Es ist auf jeden Fall in Englisch, ne? Sprechen die, ja. Also ist das ein Mix zwischen Afrikaans und Englisch in Südamerika? Ja. In Südafrika? Ja, also ich würde an deiner Stelle, geh mal. Ach, Digga. Ich geh Cape. Rein? Also Cape Town. Ja. Okay, ja, aber es ist easy, ist easy. Ist nicht so. Das nehmen wir. Easy. Gute Arbeit, Bro. Boah, es ist so spannend, Alter. Digga. Okay. Okay, wir sind in Russland und das kann jetzt richtig schwierig werden, weil Russland ist halt gigantisch. Ja, also einer von uns geht halt safe Moskau, oder? Ja, müssen wir eigentlich. Das Ding ist halt, es kann auch sein, es ist jetzt halt so ein bisschen, wo geht man. Ach Mann, Digga, hätte ich mal auf Duolingo die russische Lessons weitergemacht. So eine Scheiße, Digga. So ein nervige Vogel, der fuckt mich da schon jeden Tag immer ab. In Richtung Nordosten zeigt er mir Richtung Moskau und wir sind um Moskau. Ich würde beide eigentlich nach Moskau schicken einfach. Okay. Ich gehe so ein Stück nördlicher, ja? Ja. Okay. Oh. Passt. Okay, nice. Digga, die war auch wieder. Ikea. Bitte Schweden. Oh.
Was ist das? Sieht Amerika aus, oder? Aber in Amerika haben die doch eigentlich nicht so viel Ikea, soweit ich weiß. Nee. Wir sind in Südostasien sehr wahrscheinlich. Das könnte gerade, finde ich, Singapur sein. Also hier steht Englisch. Oh fuck. Okay, wo? Singapur. Wo ist Singapur, Bro? Hilf mal schnell. Platzier einfach. Ja, warte. Hier. Geh du da nach Indo. Geh einfach. Geh so ein bisschen. Ja. Ja, es ist Singapur. Oh, das könnte over sein. Nein. Das ist ganz wenig. Oh, Digga, let's go. Das ist wieder Asien, würde ich sagen. Das sieht ultra schön aus. Holy shit. Also so ein bisschen Hood, aber auch sehr, sieht sehr schön aus. Ist das hier? Ja, sehr wahrscheinlich Indonesien, Malaysia. PTK, irgendwas? Weiß ich nicht, ob das uns irgendwas bringt. Das ist wahrscheinlich die letzte Runde und ich glaube, dass es Indo ist. Kevin, kannst du... Chat, ihr seid so unfassbar dumm. Das ist crazy. Kevin, siehst du gerade, wo ich markiere? Auf Indonesien? Ja. Kannst du hier auf dieser Insel auf Java mal reingehen? Ja. Und dann würde ich ein bisschen... Ich setze den extra mal hier so ins Wasser. Okay, ich mach. Alle abcatchen, aber es könnte risky sein. Oh mein Gott, mein Besser. Oh. Es könnte vorbei sein. Das ist... Indonesien bin ich nicht so gut. Ja. Leider. Schade. GGs. Intenses Match. Ja, intenses Match. Oh. Ich würde erstmal die anderen vorziehen, I guess. Ja, was nervt dich daran, dass es Rätsel sind und dann so ein bisschen so tryhard-mäßig ist? Ich weiß nicht, ich fand das Spiel vom Stil einfach nicht so geil. Boah, das war übelst geil, Bruder, Real Talk. Fuck, okay. Mich hat der Truck gerade verwirrt. Thailand, oder? Ja. Das ist ein guter. Ich geh mal. Das war Bangladesch. War das Digga, wie ging die Überbreitseite direkt? Holy shit. Okay. Ich hab den Truck am Anfang. Ich hasse auch, Move zu spielen. Ich mag ihn nicht. Basti, was ist deine Meinung zu so Chat-Hoppern? Mich fuckt das jedes Mal so krank ab, aber manchmal finde ich es auch übelst Thailand. Geil mitzubekommen. Okay. Jetzt ist Thailand. Warte, ja. Was vielleicht? Es ist unterschiedlich. Es ist sehr sicher Thailand. Okay. Ich würde einfach ein bisschen verteilen. Ich gehe mal so ein bisschen nördlich Bangkok. Dann gehe ich nochmal ein bisschen. Ja, Chathopper sehr, sehr an. Sorry, Bro. Ich hau hier ein paar Calls raus. Die sind Schrott. Wir müssen jetzt ins nächste. Okay, wenn wir jetzt aber Comeback machen, Bro, dann wäre crazy. Wenn wir jetzt Comeback machen, crazy. Aber das war doch schwarz-weißer, das war doch ein Thailand-Bollard, oder ist der, das ist auch derselbe Indo, oder was? Boah, fuck, Bruder, das musst du carryen, da bist du dran. Oh, Digga, die Mods haben ja schon den Titel gechanged. Alter, auch ein Indo? Okay, die dann größten Chefs. Okay. Das ist, Also, ist Europa, oder? Sorry, ich war kurz muted, aber ich würde sagen, es sieht nach einem Europawald aus. Nee, muss nicht, das kann auch Kanada, so British Columbia sein, also auch ziemlich... Ja, meine Heimat. Aber wir haben auch ziemlich viele Birken, das kann auch Russland rein theoretisch sein, das kann... Ich muss irgendwie auf eine Straße. Ja, ich versuche auch. Was, wollen wir einen Backup-Plan machen, wenn die... Was ist, wenn die jetzt gleich machen? Es ist nicht NA, es ist... Es müsste ziemlich sicher... Warte, ich hab was? Es ist Europa, Bro. Ja, ich es ist Litauen. Geh mal du bitte nach Estland, ich gehe nach Litauen. Ich glaube, es müsste eins von den beiden sein. Boah, das wäre krass. Bro, das wäre krass. Das wäre ein krasser Hit, wenn das reinhaut, Bro. Come on. Das ist Tschechien. Aber warum geht der andere Typ auch nach Litauen? Ich check's nicht. Alright, lass nochmal. Ja, ich geh ganz schnell Klo. Ey, yo! Escape ist, könntet ihr auch spielen. Hab ich mal mit Toni gespielt, das war sehr cool. Aber jetzt das war so 2D, so, Ja, so von oben, man muss so ein Ding hinkommen. Was haben wir hier? Check into Cats, Big Lots, Sally Beauty Supply. Aha. Ja, ist America, oder? Auf jeden Fall. Oh, ja, ist die USA. Wegen auch, also hier ist auf jeden Fall auch eine Flagge. Ist halt jetzt ein bisschen Frage, welchen Bundesstaat wir gehen, ne? Speed Limits. Wir können halt noch weiter nach Info gehen. Ja. Ich meine, gerade bei so. Nice Voice Crack, by the way, der war hart. Ja, Bro, nach dem Livestream. In Real Talk, Voice Cracks sind mir
echt irgendwie egal. Boah, Digga, du bist so geil. Schon, ne? Scheiße. Alright, was wird's denn? Ich glaube, wir müssen... Ich gehe West, 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 West Coast, sorry. Ich hab San Diego gemacht, aber das wird's nicht sein. Ich gehe so Missouri, ich glaube. Schönes Spektrum erstmal. Ja, oh, ist okay. Ja, guter Hit aber, guter Hit. Ist okay, 600 Damage nehmen wir. Ist okay, wir spielen gegen Ice Spice, what the fuck? Das haben so viele. Okay, Niederlande. Ja. Ja, müssen wir eigentlich gar nicht so lange machen. Denk dran, das werden die halt auch checken, ne? Die sind auch nicht blöd. Ja, aber ich sag das einfach nur, ich gehe so ein bisschen Amsterdam. Niederlande ist so klein, da wird es kaum Punkte zu holen geben, weißt du? Ich gehe Rotterdam. Ja, ich glaub, okay, Pause Champ, paar Punkte. Ist mal unser Nähe? Nee, deren. Fuck, aber juckt. Okay, juckt. 18 Punkte. Juckt. Bro, ich kann meine Donations nicht hier muten, what the fuck? Hier sind so wenig Sachen immer. USA, auf jeden Fall. Ja. Wyoming ist es. Das ist Wyoming. Ich habe das Schild gesehen. Bundesstaat. Im. Warte. Ich hab's ja. Ja. Ich gehe Casper. Ja, dann gehe ich ein bisschen weiter. Das ist so ein extra Gebiet, Bro. Ich weiß nicht, ob das da sein kann. Wind River Reservation. Okay, ist wahrscheinlich was anderes. Nee, es ist einfach nur abcovern. Also. Naja, so schlecht war der Guess wohl nicht. Schön! Nice! Gute Arbeit, Bruder. Was ist das? Scheiße. Okay. Es ist irgendwas, Griechenland. Ja. Okay. Geh du Athen? Ja, mach. Bin Athen reingegangen. Ja. Ja, super. Oh, schön, den haben wir, oder? Ja, klar. Ja, nicht crazy, aber wir haben den auf jeden Fall. Nehmen wir easy fucking clear. Ich finde es easy fucking clear. Wie du dich über die 15 Punkte so freust. Bruder, man nimmt alles mit. Kleinvieh macht auch Mist, Basti. So sieht's aus. Das ist wieder Australien. Also das ist wieder so ein... halt die Poles, die Stromdinger? Ja, sind halt olive green. Ich geh wieder da, wo ich immer hingehe? Ja. Come on. Oh, hä? Ey, sorry bei aller Liebe, ne? Aber es war für mich eigentlich eindeutiger Australien. Aber ja, war für die auch nicht. Ist nicht schlimm. Jetzt nicht mental einbrechen lassen. Alles gut. Ich muss wohl mein Australien wieder ein bisschen abstappen. Züchtiger Duisburg, Alter, mal wieder. Nee, das ist, so ein bisschen, Berlin-Mitte. Bro. Spannend auch. Das ist Osteuropa. Bruder, sieht aus wie Daisy. Hat keine EU-Plates. Er ist auf jeden Fall irgendwas kyrillische Buchstabenmäßiges. Dann ist es Russland. Wir sind in Russland. Ja, muss nicht sein. Ich gehe für ein bisschen was neben Moskau, aber es wird es nicht sein, glaube ich. Er ist viel weiter östlich sogar. Okay, aber es ist nicht. Ja, wow, okay, aber. Er ist auch nicht so schlimm. Boah, wohl. Ist sehr, sehr mit dem Multiplikator. Es geht noch. Triple Damage. Okay, was ist das? Digga, sieht Loki aus wie so Madeira oder so hier. Ja, wir sind auch auf einer Insel, nur ich muss das eigentlich... Boah, warum check ich nicht direkt den Truck? Ist das... Das könnte... Boah, welches ist das? Ist das... Emancipation Garden. Boah, ich muss den Truck eigentlich... Das sieht überkrass aus wie Madeira, aber das ist nicht Madeira, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Wir sind auf einer US-Insel. Es könnte eventuell sowas wie Guam oder es könnte Puerto Rico sein. Aha, okay. Ich gucke, ob ich was finde, Bruder. Ich laufe noch ein bisschen. Bruder, der Truck fährt wirklich mit 1 km/h. Bruder, man ist so lang. Speed ist auf jeden Fall US-Insel, ja? US-Insel, yeah, Bro? Ja, zu 100%. Ich glaube... Wir haben Linksverkehr, Bro. Ist Puerto Rico Linksverkehr? Nee, ich überlege. Ich glaube, das ist so amerikanische Jungfernin. Ich gehe für Kuba einfach. Ja, das ist... Ich weiß nicht genau, wo das ist. Vielleicht Dominikanische? Oder so? Nee, das ist... Es ist... Amerikanische Jungferninseln zu 100%. Das ist so ein Inselgebiet. Ich wusste nicht, wo die sind. Scheiße, okay. Da, okay. Boah, bei sowas bin ich halt komplett raus. Nee, passt schon. Da bin ich komplett raus, Bruder. Da bin ich useless as fuck, alright. Juckt. Nein, oder? Machst du schon weiter, Bruder? Ja, direkt die nächste. So,
Schick mal Kingdom Two Crowns, super simpel, aber auch geiles Koop-Game. Fuck, Digga, was ist das? Das, ich würde aktuell... Ich gehe irgendwo in die Slowakei oder so. Nee, ich glaube, das ist mehr... Irgendwie... Ach Gott, ich kann's dir auch nicht... Ich hab einfach Slowakei gemacht. Ja, ich... Oh, schön. Ey. Ja, schön, schön, schön. Ja, juckt, 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 juckt. Juckt, juckt, juckt. Nehmen wir, Bruder. Kommt das nächste Story, Basti Kevin, Storyabend, vielleicht möglicherweise Ende des Jahres? Dark Pictures. Oh, es kommt vielleicht ein neues Dark Pictures raus dieses Jahr noch, Bro. Danke für die drei, Bro. Das wäre geil. Das wäre geil. Also das von derselben Serie, die wir gerade gespielt haben, quasi. Da sind schon vier draußen, vielleicht kommt noch eins. Es ist wieder in A. Aha. Port Richmond, aber ich glaube, das könnte auch einfach ein Name sein. Richmond Street. Ich bin auf der Autobahn. Erstmal nach einem Rollstuhlfahrer gucken, Classic. Marine Terminal, also ist irgendwie vielleicht so irgendwas am Wasser, maybe? Hm. Ich bin auf der Interstate 95. Also die eine blau 95. Scheiße, Bro. Ich gehe mal irgendwie nach LA, I don't know. Boah, ich mein's, ich glaube nicht, dass es so westlich ich ist. Ich weiß es nicht, Digga. Der tut weh, aber... Oh, der schmerzt, Bro, der schmerzt. Philadelphia. Du mit L.A. immer, Bro, das ist das erste Mal, dass ich L.A. genommen habe heute. Das ist verrückt. Davor habe ich San Francisco genommen. Das muss Indien sein. Geh mal nach... Kannst du nach Neu-Delhi gehen, in die Hauptstadt? Wo ist sie, Bro? Ich sehe sie gar nicht. Ah, ja, ja, hab. Ich war nicht weit hoch genug gescrollt. Ja. Ja, war, es soll nicht so viel Damage sein, ne? Ja. Ja, juckt, 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 juckt. Easy. Port ist Hafen. Oh, danke Leute für den Call. Das, das ist mal wieder verrückt. Hier ist LG. Ist das NA? Oh, Bro, wir spielen halt wirklich NA only, ne? Das ist ja, so. Ja, Bro, real talk. Man kann leider die Map halt hier nicht ändern oder so, aber irgendwie ja. Ich würde dir... Oh, wir sind in Kanada. Wir haben ein Maximum Sign. Und ich glaube, ich würde deswegen einfach reingehen. Okay. Ich gehe Vancouver, Bro. Halt, die World Map ist halt... Also, wir kriegen überhaupt keine coolen, kreativen Europa-Dinger. Wir haben super wenig Südamerika. Das sind so die Sachen, die ich am besten kann. Und wo ich dir halt am ehesten was sagen kann. Aber wir kriegen die ganze Zeit Sachen, in denen ich halt wirklich nicht so gut bin. Nice! Wow, oh, du bist ein Boss, Bruder. Du bist ein Boss. Schön, Junge. Schön. Der knallt. Let's go. Jetzt zumachen das Ding, jetzt zumachen. Momentum nutzen, Basti. Mhm. Double Damage. Okay, den Truck hatten wir vorhin. Das sind die Arzten, Bro, die haben richtig gepostet fürs Pick. Ich glaube, das ist Sremangal, okay. Ich glaube, das ist wieder ein Bangladesch-Truck. Okay, gehe ich auch für, Bro, gehe ich auch für. Ich gehe so ein Stück südlicher. Ja. Safe LA. Oh. Ist okay, nehmen wir. Ja, passt. Wieder am Fressen, Bro. Ich hab so Hunger gehabt gerade. Okay, das ist ein bisschen. Ich werde irgendwann meine verfickten Kalorien an einem Tag tracken, um euch wichsen und so zeigen, dass ich normal viel esse. Irgendwas mit Kilometern, Bro? Mm. Also nicht ein A. Mit deren Voll-Loser-Einheiten. Hey Leute, lasst uns anstatt Zentimeter irgendwie einfach oder Meter einfach jemanden nehmen, der einfach einen Fuß mal hatte, den wir ausgemessen haben. Jo, top. Ich glaube, für die langen Dinger nehmen sie ja Meilen. So eine Scheiße, ey, wirklich. Also ich check ja, dass die Einheit irgendwo Sinn macht oder so, aber... Mhm. Fuck, Digga, keine Ahnung. Okay, ich fühle irgendwie sowas Kroatien-mäßiges, irgendwie so Bulgarien, so diese. Ich gehe da irgendwo rein. Noch ein bisschen was in Nordspanien vorstellen. Aber ich habe gerade, das ist wirklich gerade... Okay, es war Spanien. Es hat mir Spanien-Vibes gegeben, aber... Bro, ich weiß nicht, gegen was wir... Ich weiß halt nicht, gegen was wir hier zocken, aber die hauen insane Guesses raus und fucken auch mit Emotes ab. Ja, Mann. Ich will gegen andere spielen, bitte. Mhm. Ich rank nochmal neu. Die sind echt gut. Wir spielen... Zocken wir wieder gegen die, Bro? Das wäre crazy. Jo, wir zocken wieder gegen die. Ja, Mann, die Noto, die kommen mit diesen Clash Royale Emotes. Real Talk. Real Talk, Alter. Die ist immer so GG, GG, dann dieses Danke, Bro. Gibt's nicht da auch noch diesen weinenden König oder so? Irgendwie sowas gab's auch. Marsha hat mir das mal erklärt, die spielt das immer. Diese verteerte Straße, das ist typisch eigentlich auch nochmal für USA. Da war auch eine USA-Flagge, Bro. Ja, ist USA auf jeden Fall. Und das sind eher
Geh mal du Nordosten, ich geh Südosten. Ich glaube, das sind, wir haben Pinienbäume. Das ist Südosten oder Nordosten. Süd, okay, jetzt wird's krass. Ja, es haben wir. War Südosten. Haben wir. Ja. Sehr, Alter, Basti. Kranker Call. Gute Arbeit, mir besser. Kennst mich doch. Das hier, Kevin. Pinienkerne, Digga, Classic. Pinienbäume, das ist Baltikum, ziemlich sicher. Wo ist das? Oder Russland, das wird wahrscheinlich eher Russland sein. Wir haben eine lange Antenne, ich glaube, das muss Russland sein. Baltikum ist Estland und Litauen und so weiter. Achso, ja, klar. Ich gehe Moskau ein bisschen, nee, ich gehe zwischen ich Moskau geh bisschen, und dann wieder. Ja, ich gehe ein bisschen, ich glaube, es könnte sogar Finnland sein. Boah. Es ist in Schweden, wow. Schweden, aber Scheiße. Das ist so ein guter Guess. Chat, warum haben wir diesen gottverdammten Clash Royale-Atschen als Emote? Ah, Nico, das re-edit der Hund. Scheiße. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kambodscha sein muss. Oh, warte, nee, das. Doch, also ich. Geh du mal nach Thailand, ich würde Kambodscha hier gehen. Hab. Sorry, meiner. Oh, Schere. Oh, die Schere. Retalk, die hauen. Ist oben, Bro. Die hauen mir solche. Bro, die hauen mir Calls um die. Keine Ahnung. Aber Bruder, der Typ hat Geo im Namen. Ja, Mann. Ich glaube, der meint's ernst. Können wir bitte gegen andere zocken müssen? Ja, ja, lass mal Main-Menü kurz chillen. Ja. Jetzt geh rein, geh rein. Die sprechen safe kein Deutsch. Oh man, GeoGuessr sucks. Let's play another game. Und jetzt geh rein. Warte, lad mich nochmal ein. Lad mich nochmal ein. Ja. Spielt sonst wieder No-Move. Let's play League of Legends. Let's play League of Legends, man. Wir können leider halt nur Move zocken. Das ist das Ding. Ich hab dich nochmal neu eingeladen. Meinst du, wir queuen irgendwie auch auf deiner Elo? Was ist, wenn wir mal mit mir quasi. Wir spielen unranked. Das hier, was wir spielen, gibt es nur unranked. Ah, okay. Okay, es sind andere. Ja, aber es gibt ja auch so Unranked Elo manchmal. Weißt du, was ich meine? So. Okay, das ist auf jeden Fall. Boah, den Ball hat. Bro denkt, die A-Place-Spanier-Taktik funktioniert nochmal. Ich meine, sie hat funktioniert. Wir spielen gegen andere. Wir sind in Österreich. Okay. Ja. Ich würde einfach Österreich reinhauen, weil ich glaube, dass wir die Advantage gerade haben. Ja, ich gehe ein bisschen. Ich gehe ein bisschen nördlich, geh vielleicht du so westlich. Ich mach mal so Zell am See-mäßige Nummer. Oder es kann auch Deutschland sein. Sorry, es kann auch Deutschland sein. Ich glaube, ich hab. Ich glaube, das ist ein Deutschland. Kannst du deine Gäste ein bisschen mehr begründen, falls du sowas hast? Dann kann ich auch noch so sagen, nee, ich glaube, das war gerade so. Ah, okay, Basti weiß zu 100%, weißt du? Ist nicht schlimm, wenn du es nicht zu 100% weißt. Aber nur, dass ich ungefähr einschätzen kann, wie sicher du bist. Okay, hier ist es Ghana zu 100%, wenn du nach unten guckst, siehst du an der vorderen rechten Stange schwarzes Klebeband. Das ist deswegen 100%ig Ghana. Und ich gehe nach Accra, geh du ein bisschen nach Richtung Kumasi. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Das ist eine Begründung. Boah, du bist ein Boss, Digga, let's go. Mein Besser. Schön. So, wir haben Linksverkehr. Ich habe leider nicht so viel Info über den Truck. Linksverkehr mit dem Schwarz-Weiß. China, erstmal Africa Industrial Capacity Corporation Expedition oder so. Es ist Kenia. Wir sind in, es muss Nairobi sein. Okay. Es muss die Hauptstadt sein. Soll ich auch da reingehen oder soll ich ein bisschen weiter irgendwo? Ja, lassen? Es kann nur das sein. Okay. Dieser Schnorchel, den du vorne beim Auto hast. Du hattest, ja, das ist. Oh, ein Damage. Das ist Japan. Bro, holy shit, chill mal, wir sind noch in diesem Countdown. Ja, diese schwarz-gelben Streifen. Ja, Bro, das ist. Mann, das bockt über, so. Ich geh Tokio? Ja, ich geh. Nach Osaka oder so? Das ist auf jeden Fall eine. Das ist sehr groß. Nice, wir sind trotzdem näher. Es sind kleine Punkte, aber nehmen wir. Mann, Bro, aber jetzt mal Real Talk, ne? Es ist, also sie gehen Tokio, Osaka, es ist halt Real Talk. Wir schwingen gegen Deutsche, die 1-1 zu sehen, das ist neben die ganze Zeit. Aber er hat schneller gemacht als wir, Tobias. Das stimmt schon. Also. Nee, das stimmt. Ich check deine, wie sagt man das? Dein Ungemut oder wie man sagt, aber. Ja, es ist auf jeden Fall, wir sind in Großbritannien. Geh du um London herum und ich gehe ein bisschen nördlich. Ja. So viel kann ich dir jetzt auch ehrlich gesagt nicht dazu sagen. Ja, nice, auch wieder näher. Schön, Bruder. Gute Arbeit mit dem Besser.
Sieht so spanisch-griechenland-mäßig aus, oder? Obwohl, nee. Ist eher so Asien, glaube ich. Nee. Oder? Oh, das ist so, was ist das? Ja, doch, wobei, das ist irgendwie voll tricky, Bruder. Das könnte eigentlich sehr gut in oder Südamerika oder so. Oh, warum sind hier so viele Autos? Digga, richtig viele Autos, ne? Junge, hier ist richtig Verkehr, Bro. Da müssen irgendwie 20 Airbnbs sein da hinten. Aber wo sind denn die Autos langgefahren? Waren die rechts? Transport. Die sind auf der linken Seite. Die fahren, ist Linksverkehr, ja? Würde ich sagen, ja. Ja. Oder? Also sah so aus auf jeden Fall. Nimm es nicht zu 100%, Bro. Ich weiß es nicht. Ja. Yeah. Alter, ich habe gar keine Ahnung, Bro. Real Talk. Ich würde jetzt, glaube ich, so für Südamerika-Spanien-Type-Shit gehen. Südamerika-Spanien-Type? Ja, dann also eins von meinen halt. Ich habe gar nicht gewartet, GG. Ja, alles gut. Oh, du hast Indonesien. Es! Wow. Großes Kino. Großes Kino. Kennst mich doch. Okay. Kyrillische Buchstaben, Bro. Das muss sein. Nee, das, das ist doch, ja. Doch, das ist auf jeden Fall Russland und das sieht. Ich sag dir ehrlich, da können wir einfach Moskau, St. Petersburg machen. Mach ich. Ich mach St. Petersburg. Oh mein Gott, das war das ukrainische Wappen. Wir sind in der Ukraine. GG's. Wir sind in der Ukraine. Wir sind zu 100% in der Ukraine. Wir sind in Kiew wahrscheinlich. Das war so ein Fail. Ja, das war meiner. Sorry. Okay, juckt, aber die haben auch gefailt. Nee, wir sind tot. Ach nee, die sind drinne. Oh, Digga, den hab ich nicht gesehen. Nee, der ist ultra schlecht. GG's. Direkt nochmal. Nee, Bro, das Wappen muss. Passiert, Bruder, passiert im Besten. Aufstehen und weitermachen. Ja, Mann. Bro, ich muss morgen mit Norex und Dima zusammen ein Minecraft-Turnier spielen. Und ich weiß, also ich weiß, es klingt wild. Ich habe aber Real Talk das Gefühl, ich bin nicht der Schlechteste im Team. Und das macht mir Angst. Weil das ja, ist das grundsätzlich, wenn es in Minecraft geht, nicht die Sache, die man wissen will. Doch. Ja, es ist eine ganz knappe Kiste, Bro. Aber, Bruder, Norex hat so Sachen wie diesen Ninja-Brain-Bot nicht verstanden. Wo ich so denke, Digga, du stellst dich hin, zoomst an dieses Auge ran und drückst halt einfach Steuerung C. Oder F3C, glaube ich, ist es. F3C. So, Bro. Er hat das nicht gecheckt für so eine halbe Stunde oder so. Ich weiß nicht genau. Kevin, das sind wieder Pinien. Also ich würde... Ja, okay, wir machen same strat. Ich gehe für... Es ist auf jeden Fall, also... Ich gehe so für West Virginia, I guess. Guck mal hier, da so mein Ding. Oder was willst du sagen? Sag du, ich vertraue dir. Ja, passt schon. Es könnte halt auch im Norden sein. Also es könnte auch... Aber lass uns tryen. Es ist auf jeden Fall auf die USA. Ganz viel Newbuff. Dankeschön. Einfach den Resub, Isa. Kuss. Ja, es sind gute GLs. Ja, voll solide, Bro. Schöner Start. Das finde ich halt auch immer geil mit so, mit Vegetation so argumentieren, weißt du? Das ist ja, so. Ja, check ich. Ist voll hilfreich auch manchmal, weil man ist ja manchmal wirklich im Nirgendwo einfach und weiß, hat gar nichts. Zona, ja. Dann, es sieht aus wie Griechenland, Bro. Ja, es ist wieder Griechenland. Ich würde sagen, es ist Griechenland, ja. Jugo, irgendwas mit Jugo stand da. Jugoslavia. Ja, das ist nur so ein, also so ein jugoslawischer, also so ein Laden, weißt du? Kann sein, ja. Es ist zu 100%. Ich würde einfach, oder? Warte mal, lass mich noch abwarten. Vielleicht war das auch einfach nur ein griechischer Laden. Irgendwo gab es doch nochmal diese griechischen Buchstaben. Wo war das? Bist du sicher? Es ist nicht Griechenland. Ich habe auch nicht gesehen. Bulgarien oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ich gehe mal so, ja, Kosovo-mäßig irgendwo hin. Keine Ahnung. Ja, Kosovo gibt es gar nicht im Spiel. Das ist Montenegro. Ja, Serbien ist es. Ruhrpott, Bro. Okay. UK, Bro? Ja. UK? Yes. Joa, mach einfach wirklich. Wir müssen einen immer ein bisschen nach London schicken und ich gehe ein bisschen weiter in Norden. Come on. Jo. Okay, nice. Ich bin ein bisschen näher dran. Let's go. Nehmen wir. Solid. Nehmen wir. Lassen wir uns schmecken. Ist das Türkei oder so? Nee, wahrscheinlich Indonesien. Okay. Oder, ja, es ist sehr sicher Indonesien oder, ja, mal schwarze Kennzeichen Indonesien, Malaysia, wir sollten, geh mal, was du sogar ich? Malaysia, geh mal, Kuala Lumpur, oder? Ich aber so ein bisschen Östlich. Ja, okay,
Ja, ist nah. Ist okay. Ist okay, denke ich, ja. Er denkt Kebab. Ja, ja, war so mein erster Gedanke. Das stimmt tatsächlich. Aber ich dachte auch so von der Sprache her irgendwie. Okay. Kirillische Buchstaben, Broski. Ja. Ruru ist Russland, hundertprozentig. Hundertprozentig Russland. Hm, ich gehe um St. Petersburg, oder? Ja. Ich mach zwischen Moskau und St. Petersburg. Geh du vielleicht ein bisschen östlicher, Bro. Gänsehaut. Ja, der war wichtig. Gänsehaut, der hätte uns das Genick brechen können, Bro. Schön. Ja, wenn du also städtisch musst du bei Russland immer da einen reinsetzen. Ja, eigentlich schon, ne? Südamerika? Ziemlich, oder so? Nee, ist ein sehr sicherer Spanien. Ja, ist zu 100% Spanien. 8 Streifen auf dem Zebrastreifenschild. Ich weiß nicht, ob ich es geil finde, gerade weil wir in einem Team sind, oder ob es mich Loki auch abfahren. Ist auch ein nices Co-op-Game. Schau ich mir gleich an, Bro. Tormenga, aber das ist, glaube ich, ein etwas kleinerer Ort. Kannst du so Ostküste so ein bisschen machen? Ja, weil ich mach's. Ja, mach ich. Oh, ja. der wird ein bisschen reinhauen jetzt. Oh, okay, geht, ist fein. Real Talk für 2,5-fachen Damage, ist fein. Ja. Triple Damage, so. Fein, let's go. Hier ist auch so ein Schild, Bruder, vielleicht hilft dir das. Bruder, wirklich, das ist wieder mal so mit einer Banane gefilmt worden hier, Alter, meine Fresse. Er ist Indien. Bengaluru. Bengaluru, glaube ich, ist der Ort. Es ist auf jeden Fall Indien und ich würde auf jeden Fall, setz du dich mal nach Neu-Delhi auf jeden Fall einfach in die Hauptstadt. Bist du Neu-Delhi? Ja. Ja, Metal India Company. Da bin ich. Ja, wow. Mann, der holt Punkte und er ist in Sri Lanka. Das ist nicht cool. Ich glaube, die gucken Chat, Bro. Voll viele im Chat haben Sri Lanka geschrieben, als ich danach geguckt habe, nach meinem Vote. Nein, da stand Sri Lanka. Ah, okay, da stand irgendwas. Okay, never mind dann. Nee, wir müssen nicht im Mod Only, alles gut. Frankreich. Ich gehe Lyon. Oh man, ich weiß, wir sind Westküste. Ich hab den Ort gefunden, La Rochelle. Schade. Ja, ist fein, aber ist okay. Ist okay. Gute Arbeit trotzdem, Bro. Quadruple Damage. Boah. Gänsehaut. Junge, Alter. Krefeld. Braunschweig. EU-Pakete, würde ich sagen, habe ich gesehen. Safe? Ich sehe gerade keine und würde eigentlich gerade... Das war so ein blaues... Ja, nee, never mind. Bei den anderen ist es nicht. Bei dem, das eine würde Russland... Wird eigentlich sehr sicher Russland sein. Never mind dann. Never mind. Ja, kann sein. Ich hasse es, wenn manchmal das Auto sich so mega langsam bewegt. Also, beziehungsweise dieser Marker. Kirillische, Bro. Ja, es Kirillische ist Russland. Und eine 8 als Vorwahl. Ich glaube, ja, ich kann Leute... Die Vorwahlen kann ich leider nicht auswendig in Russland. Ich würde hier sogar, also ich würde dich auf jeden Fall nach Moskau setzen, aber ich würde mal ein bisschen weiter in den Osten gehen. Ich, das auf jeden Fall, würde ich ja hundertprozentig auch machen. Ich würde auch, ich gehe auch ein Stück weiter östlich von Moskau. Ja, mach das mal. Ich hau dir mal wirklich. Ich gehe nach Elektro, Digga, auf Daisy-Basis. Alright, come on. Russland ist so schwer zu gissen. Ein Battle gegen Basti. Wo er sich als Einschränkung nicht bewegen darf und sie schon wäre, glauben nice. Er wird mich trotzdem ficken, Bro. Hat das Spiel fast immer nur mit ohne bewegen. Okay, soweit das war's, glaube ich, oder? Leider, ja. Oh, Alter, der Damage haut irgendwann so crazy rein. Holy shit. Mir gefällt die Map nicht. Ich finde, wir kriegen nicht so coole Kreative. Oder No Joke ist balanciert nur zwischen NA und Russland. Digga, was anderes gibt es nicht, Junge. Wir haben noch nicht einmal Südamerika gehabt, Bro. Oder einmal vielleicht. Brasilien gab es einmal. Wir hatten, glaube ich, echt, wir hatten echt so wenig Südamerika. Das würde ich so viel cooler finden. Nimm mal an, ich habe dich nochmal eingeladen. Ja. Ich mache so gerne die ein bisschen geilere Plays. Du machst so den ersten alleine. Ich will mal was. Jo. Okay, die Schriftart ist unfassbar hässlich. Aber wir müssten in Frankreich sein. So, Sohnemann, wie läuft's? Hau du mal um Paris einen rein. Mach du mal um Paris, please. Hab. Come on. Come on.
Danke. Oh, Bruder, ist mal wieder zu easy gewesen. Holy shit, Bro. 900 Meter, Bro. Pff. Oh, was haben wir jetzt? Winter Coverage. Das war mal wieder viel zu einfach. Holy shit. Ist mal wieder Russland, wa? Nee, es ist NA. Ziemlich wahrscheinlich. Kanada kann sogar. Boah, ich kann nicht so richtig Kanada und. Ich versuch mal, ich reiß einfach ein bisschen, ja? Ja. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Oder die Emote mir zu viel, Bruder, sag ich dir ehrlich. Ich weiß nicht, wo so krasse Winter-Coverage sein kann. Das ist doch LA. Mann, Chat, ich habe einmal LA angeklickt, Bruder. Ihr müsst jetzt nicht das jedes Mal sagen, ihr Wichse. Das ist so scheiße, Mann, Real Talk. Was geht denn jetzt ab, Digga? Ich war kurz in den Backrooms. Boah, Kevin, ich sag dir, also ich würde jetzt aktuell echt weit auch in den Norden von Kanada vergessen. Okay. Aber weiß nicht, ob ich das. Ne, du siehst halt wirklich, man fährt ja diese Straße wirklich lang und hier ist gar nichts. Hier kommt was bei mir. Hier hat jetzt auch Winter Coverage hat aufgehört kurz. Okay. Also wenn man Straßenseite wechselt, Bruder, dann wechselt man auch Jahreszeit. Biom gewechselt, ja, Real Talk. Clay 112 Count, ja, moin, Dinger. Ja, genau. GG, Dinger, wir fahren aber wirklich gleich schnell. Ich drück durch, Bro. Bruder, ich auch. 180 auf dem Standstreifen. Zieh an allen vorbei. Mama, ich hab's geschafft. Kann das irgendwas anderes als USA sein? Also sehr, sehr, also halt Kanada, ne, aber. Miles City MT steht hier drauf. Was ist ein M- was könnte ein MT sein? Montana? Montana, ja. MT wird Montana sein. Lass uns das machen. Ich glaube, dass ich gehe da auch echt eigentlich mit. Vom Vibe ist mir ein bisschen mehr. Mach mal so diesen. Montana! Da möchte ich an der Stelle nochmal fragen, wer zum Fick hört French Montana, Bruder? Real Talk. Außer seine Sachen, die er gefeatured hat. Aber wer Digga, let's go! Okay, Minnesota war es anscheinend. Aber nehmen wir, Bro. Ja, Punkte sind Punkte, let's go. 787 Kilometer entfernt, by the way. Ich war 787 Kilometer entfernt. Ist das Thailand, Bro? Sieht mir nach Thailändisch aus. Da bin ich nicht so gut drin. Ja, ich glaube, das könnte gerade auch. Geh mal du nach Thailand. Ich glaube, das könnte mir gerade auch. Ja, es muss eigentlich Thailand sein. Ist bei dir eigentlich die S-Batterie in NRW eingeschaltet? Könnte, aber ich überlege gerade, warum sieht es da so aus? Tim hat Urlaub. Oh, schön, Bruder. Schön. Tim hat Urlaub, Bruder. Tim hat Urlaub, Bruder. Was soll ich sagen? Tim hat Urlaub. Nee, Bruder, Real Talk, die Sachen müssen halt weg aus der Wohnung. Das hier ist eine krasse Küste. Und dafür habe ich keine Zeit. Das muss halt wirklich Tim machen. Und der ist halt krank und jetzt hat er Urlaub. Was ist das für Coverage? Bro, siehst du die Stadt unten? Ja, ja. Ich hab hier gerade dieses Schild oder was das ist gelesen. Es ist auch irgendwie auch auf Englisch geschrieben viel. Ich glaube mit dem Berg, das ist Cape Town, das ist Kapstadt. Das ist hundertprozentig Kapstadt, würde ich sagen. Ja, das kann sein, da sind die gerade beim Bachelor. Nein, oder? Boah, ist das Kapstadt? Das kann auch komplett. Ich glaube, der Berg sieht so. Hier. Ich hab das Gefühl, wenn, dann wäre es hier, wo ich jetzt bin. Nee, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ja, das kann sein. Nee, alles gut. Oh, never mind. Big save. Boah, ich hab mich echt nicht getraut. Schön, Bruder. Hab's auch gesehen von Bachelor halt. Mann, Digga, ich hab gar keinen Bock, bis auf Mittwoch zu warten, Junge. Es ist Real Talk. Ich will jetzt wirklich nicht den großen Trash-TV-Talk aufmachen, weil ich guck auch fast kein Trash-TV mehr. Aber Digga, Alter, das ist so eine geile Staffel. Holy shit. America auf jeden Fall. Schwärm du gerne aus, wenn du irgendwas, also du hast die Bundesstaaten gut gepickt, aber ich gebe mir ein bisschen der Bestes. Clicking Simulator, aber es ist halt auf jeden Fall, es ist sehr flach, es wird jetzt auf jeden Fall nicht so unbedingt im Westen sein, sondern eher auch wieder auf der Ostseite. Scheiße, Bruder. Ostseite sagst du? Ja, ich würde sowas wie Missouri oder Ost-Norden gehe ich. Auch bekannt als der Nordosten. Ja. Ja, es könnte auch vielleicht so
könnte auch. Boah, schön. Nee, das ist ein guter. Schön! Boah, Batz, Junge! Ja, das haben wir uns mal verdient langsam. Jo, jo, jo. Er ist ein Multimillionär, aber schaut AsiTV. Wie viel aus 10 ist er? Bruder, ihr sagt doch eh, sobald es ich bin, seid ihr eh 0 aus 10, ihr Wichser. Es könnte sein, er sieht gut aus, ist lustig, aber ist Kevin, Bro, 0. Ich glaube, es müsste Chile sein. Es ist Chile. Also ich glaube, dass dieser Poll, den du siehst, mit dieser Einkerbung, ich glaube, den gibt es so in Chile und wir haben ein weißes Google-Auto. Es gibt mir gerade sehr Chile-Vibes. Ey, man kann, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man kann mit R, kann man wieder zum Start zurück, ne? Ja. Es ist Chile, Bro. Ich würde nach Chile gehen. Ich gehe nach Santiago. Ja, es ist CL auf jeden Fall. Ja, es ist Chile. Dann gehe ich ein Stück nördlicher, I guess? Nee, geh südlicher. Geh eher da, wo es nicht so trocken ist. Puerto Montt mache ich. Aber ich wollte sagen, ich habe sie an dem Pol. So ja, Boss. Es gibt so, haben wir das? Nee, ne? Ah, 2 Kilometer Stop. Juckt. Es gibt so Länder, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie die aussehen. Real Talk. Also klar, wir haben jetzt gerade einen Einblick gesehen, wie es in Chile aussieht. Aber Bro, Real Talk, ich kann mir nicht vorstellen, wie es da wirklich aussieht. Oh fuck, ist es hebräisch, glaube ich, Bruder? Ja, ist es hebräisch? Dann, ich glaube schon. Wenn du das sagst, dann. Ich glaube, das ist hebräisch. Ich kann mir das nie merken, Digga. Ich glaube aber, es müsste. Ja, ich glaube, das ist Israel, Bruder. Wir haben gelbe Kennzeichen. Dann hau einfach rein. Ich gehe Jerusalem rein, diese mäßige. Oder Tel Aviv, ich mach Tel Aviv. Boah, da ja, das würde ich auch gerne mal sehen. Das interessiert mich auch mega. Tel Aviv. Ja, das war gut. Die sind ein bisschen näher, aber trotzdem fein. Aber gerne. Schön. Schön, Bruder. Das ist. Ja, so Krieg und so, alles ein bisschen low. Das stimmt, aber. So an sich interessiert mich das voll. Aquia Misinto em casa. Das hast du wo auf dem Schild? Nee, auf dem Truck. Ich weiß nicht warum, aber es gibt mir so ultra Argentinien. Es ist aber nur so ultra weirdes Bauchgefühl. Es ist, wenn eher, würde ich sagen, Brasilien. Und da sollten wir, glaube ich, auch hingehen. Okay. Aber du kannst ihn auch nach Argentinien setzen. Ich mach mal. Ich geh mal. Keine Ahnung, Bruder, was mache ich? Ich mach mal diesen hier. Boah, Basti, du bist eine verfickte Legende, Junge. Oh, ich glaub, das reicht. Das war's. Oh mein Gott, Junge, komplett ausgekrittet. Easy fucking W, Bro. Schön. Boah, da holen wir uns noch einen. Schön. Gute Arbeit, Bruder. Gute Arbeit. Bro, no joke, der Modus 2v2 macht richtig Bock. Das können wir echt gerne ab und zu bei öfter machen. Das ist auch cool, ein bisschen was zu lernen, so. Ja, definitiv. Wenn du da sagst, was, also ich meine, ich würde mir das nicht merken, aber es ist trotzdem geschaut. Da kommen die Autos normalerweise hin. Ja, ich mache ja momentan auch echt viele Trainingssessions. Auch immer wieder onstream. Ich lerne momentan ja, echt. Ja, ich muss Morse Mutual anrufen, viel. Oder? Braunlauf und Weißen. Das klingt überdeutsch, oder? Ja, aber es ist kein Deutschland. Das ist. GmbH ist hier. Peter Hennen GmbH, Bro. Das muss Deutschland sein. Also, das muss irgendwas deutschsprachiges sein. Es ist Punkt LU. Luxemburg, Bro. Das ist Luxemburg. Ja, das stimmt. Das klingt auch sehr deutsch. Digga, wo bin ich? What the fuck? Geh mal um die Hauptstadt. Ja, mach ich. Oder es könnte auch Belgien sein. Das könnte auch hier wohnt Hugo, glaube ich. Das ist ein Main House. Boah, eigentlich ein schönes Haus, oder? Mit so einem Garten, Bro. Digga, das ist eigentlich ziemlich bosshaft. Das ist sogar Belgien, aber. Oh ja, aber es war ein luxemburgischer Truck, aber. Genau, das ist der Belgien-Bollard, ne, mit dem Gelb. Okay. Komischerweise die beiden auch in Luxemburg. Beide auch deutschsprachig, also das wundert mich mal wieder extrem. Gut, dann sind wir mal wieder ein bisschen in A. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Oh, da haben wir einen Speed. Warte, was ist das? Okay, USA nochmal confirmed. Ich würde ein bisschen mehr East Coast. Ich sag dir, das ist Nashville. Ich sag dir, das ist Nashville. Mal gucken. Nashville Party! Boah, Basti, ein bisschen wirklich. Boah, da hab ich wirklich. Also, wow. Da hab ich wirklich wieder mal ein bisschen Gänsehaut gerade. Ich bin dafür da. Ich denke, das ist wieder so ein Russland-Ding. Das siehst du schon. Ja, das ist Russland. Siehst du halt schon direkt an Platte.
Ey, Kevin, ich sag dir ehrlich, Moskau, St. Petersburg und Anfahrt. Ja, Abfahrt, Junge, rein. Ich wette, die anderen beiden machen genau dasselbe, komischerweise. Achso, ich geh St. Petersburg dann? Ja, aber das kann man denen halt nicht verübeln. Also hier ist es halt wirklich offensichtlicher. Das ist halt Stadt in Russland, so, ja. Ja, ist halt Kasan ist jetzt auch nochmal eine größte Stadt weiter östlich. Digga, wir waren trotzdem näher dran. Ja, wir bleiben undamaged. Viel Spaß mit dem Damage, ihr Loser. Lubricantes. Mannfilter. Digga, Mannfilter ist hart. Mannfilter. Camiones Y Remolques. Südamerika? Was? Ja, es Rono, ist Südamerika. Rono steht hier irgendwas? Weißes K. Es könnte, ich schwanke noch ein bisschen zwischen auch. Ich gehe für Mexiko, ist mein Feeling, Bro. Plus 5, 6, 9, Digga. Scheiße. Warte mal, ist das ein Chile? Oder die Streamsniper sind schon wieder am Googeln. Das ist Chile. Es ist Chile. Gänsehaut, Bro, wenn das stimmt, Junge, bist du ein Chef. Ich gehe Santiago. Ich gehe ein bisschen tiefer, Puerto Montt. Dankeschön. Ja, so stark, dass du da weiter runtergegangen bist. Nice, let's go! Auf geht's wichtiger. Die Arbeit da nicht reicht. Wir. Pokémon Packs Openings wären mal wieder wild. Aber das waren auf jeden Fall jetzt keine Streamsniper, weil die haben jetzt echt reingegessen. Oh, der ist ein. Hab ich nicht so crazy Bock drauf, Bro, sag ich. Aber. Die haben jetzt erst gegessen als wir. So. Wir haben noch gar nicht einmal. Ich schenke meine Pokémon-Karten, ich bekomme immer meinen Cousin. Diesen Ultra in der Pokémon-Zeit gerade. So, es ist Linksverkehr. Wir wünschen auch immer so Kuscheltiere und Lego und so von Pokémon. Also, mit der nicht von Lego, aber so Custom-Dinger. Es war nach dem Chile-Call. Oh, nee, das Glurak habe ich schon. Gelbes Kennzeichen, Bruder? Ja, es ist. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt sogar Irland eher ist. Linksverkehr auf einmal. Warte mal, der ja, die ganze Zeit. Ich würde Irland gehen. Geh mal du ein bisschen um London herum irgendwo. Ja, ich bin Wales gar nicht so verkehrt, weil die Sprache ist. Das ist nicht. Ein bisschen anderes Englisch ist dann. Ja, ist gut. Ja, ist okay. Aber jetzt, ja. Ist okay, nehmen wir. Bro, ich habe seit 2 Stunden in 720p geguckt. Oh, GG. Digga, Bro, what Boah, the fuck? Boah, was hat der Lenny zu diesen Mauern Holy gesagt? Holy shit, Junge. Ey. Das ist eigentlich auch was Typisches. Das ist, Italien, Kevin, 100%. Ich gehe hier so ein bisschen mehr zentral. Geh vielleicht sogar auf Sizilien oder so. Also die Insel, geh auf den Fußball. Ja, mach ich hier so. Digga, der Fußball ist krass. Stark. Junge. Oh mein Gott, holy shit. Der hat sehr getroffen. Holy shit, Bro. Wie hast du Italien erkannt, Junge? So Vibe, also so die Felder und hier war auch noch ein Auto, ich habe das Kennzeichen gesehen. Also das italienische Kennzeichen hat nicht nur links einen blauen Streifen für. Wie er das machen wollte, ja, Digga, so Gefühl. Naja, und da stand halt einfach Italien irgendwo dran. Nein, da stand nicht Italien dran. So nicht. Aber das Autokennzeichen in Italien hat links den EU-Plate, also den EU-Streifen und rechts nochmal einen blauen Streifen. Das hast du aber auch in Albanien zum Beispiel. Okay, aber du wusstest auf. Okay, ja, stand. Willst du noch eine? Auf jeden. Auf geht's. Achso, ja. Kennst du dieses TikTok? Ja, kennst du wahrscheinlich nicht, aber es gibt so ein TikTok, Bro. Da sind so zwei so Jungs. Die haben so eine Tüte, die so mit Luft voll gemacht haben. Und dann lassen die so explodieren. Und so übel lauter so: Wir sind Albaner! Digga, so geil. Ich gehe gerade durch einen. Ich würde wieder British sagen. Hast du irgendwelche Tipps? Ja, ich glaube ich auch. Ja, ist es wohl? What's Kid? Ja. Doch. Gelbe Kennzeichen. Nee, und, bei mir nicht, Bruder. Doch, ich habe hier einen Parkplatz voll nur mit gelben Kennzeichen. Mhm. Und es sind hier so diese Bauweise und so weiter. Das ist wirklich British. Ich würde. La Rue de irgendwas steht hier. Das gibt mir so ein bisschen Frankreich-mäßige Ding, ja. Nein, wenn du das sagst, dann gehe ich auf eine Insel. Dann sind wir hier auf einer Insel Richtung. Geh mal, ist es Jersey oder Guinness? Geh mal auf Jersey, hier auf die südliche Insel von mir. Das ist ein sehr guter Kombi im Französisch. Stark, Kevin. Sehr, sehr stark. Oh, 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 oh,
mein Gott! Weil guck mal, wir sind ja super nah an Frankreich, checkst du? Ist das mal wieder einfach. Du dabei, Bruder. Du bist fucking smart, Mann. Bruder, dieser gottverdammte Bus fährt wirklich fucking 3 km/h, Mann. Es ist wieder. Don't sweat, der Kevinator. Ja, es ist halt wieder Linksverkehr. Das muss es ja reinschicken. Höchstwahrscheinlich. Jetzt haben wir hier die Schilder. Sorry, ich bin wieder am Crunchen gerade. Alles gut, das ist ein Indian, Bro. Ich gehe für Neu-Delhi wieder. Stark. Nice. Ja. Schön, Bro. Was ist das? Digga, warum denkst du, Gary kommt heim? Wie fucking random, Bro. Heiladensabgeger durch eine Trennung, hast du irgendwelche Tipps dafür? Oder da muss jeder mal irgendwann in seinem Leben durch. Alright. Wichtig, okay, ist, wenn mal wieder ein bisschen was NA-mäßiges durchzuziehen. Egal auf welcher Seite man ist, Bruder, nicht so eine ich geh zurück Scheiße machen. Das wird nie funktionieren, Bro. Und wie ich immer sage, Digga. Kevin, ich kann dir gerade echt nicht so viel dazu sagen, ne? Ich gehe einfach mal in die USA rein, glaube ich. An den Dude, der durch eine Trennung geht, I feel you, mache ich gerade durch Nacht. Ja, geh mal du East Coast ein bisschen mehr. Ich geh mal ein bisschen Norden, ein bisschen Kanada vielleicht ab. Ja, boah. Ja, ist okay, aber ich glaube, es ist noch tagbar. Ja. Ja. Bro, alle Fotos löschen. Alle Fotos löschen ist der fucking Play. Was ist denn das hier, Digga? Das ist, das ist Portugal oder, nee, das ist Brasil. Es muss Brasil eigentlich sein. Was zum Fick ist das zweite, was du gesagt hast? Brasilien. Achso. Sorry, Digga, du bist so ein Typ, der so anstatt Barcelona sagt, Barcelona. Barcelona. Ja, ja, real talk. Barcelona. Es ist Brasilien. Komm, dann lass uns den Momentum nutzen. Ja, es ist nicht Bro, ein bisschen weg von Sao Paulo. Ich hab nur erstmal geplaced. Oder Mexiko, ja. Mexiko? Noch nie gehört. Achso, du meinst Mexiko. Mexiko. Boah. Boom. Wir hatten wieder denselben Pole wie in Portugal auch. So, das ist wieder... Französisch? Ja, das ist auch der französische Bollard. 100% Entrepreneurs. Wir einfach. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Wow. Geh du meinetwegen mal ruhig einfach nur Nähe Paris, aber ich... Machst du Paris rein? Ja, aber... Frisst du Knickknacks? Es sind so andere... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ja. Bro. Ja, das ist so wichtig. Die sind nicht in Paris reingegangen. Man muss immer eigentlich die Hauptstadt nochmal absichern, wenn wir Duo spielen. Das ist von Koro. Sehr, sehr stark. Sehr geil. Marshall ist das immer. Auch wenn es immer ein bisschen langweilig ist, aber es ist halt einfach der sicherste Play. Einfach nur. Die Hände, what the fuck? Ja, juckt. Ich würde sagen, Strommasten ist wieder USA. Ja, wir sind in den USA, wir haben jetzt aber keine Pinien, jetzt haben wir eher so Tannen, deswegen würde ich eher mehr in den Norden gehen. Wobei, wir haben auch Pinien, ne? Kennst du das, Scheiß auf den wenn man Chor. So heftig in seiner Unterhose pfurzt, dass sie selbst nach 5 Waschgängen noch immer stinkt? Das ist so krass. Leute, bitte. Ne, wir sind in Kanada, Maximum Speed habe ich und km/h. Ja, Kanada, ja, ist Kanada. Edinburgh, steht hier irgendwas? Ich kann nur sagen, dass du Osten, versuchen solltest, dich abzulenken durch Gym etc. Der Anfang ist immer schwer. Ja, war Vancouver, aber sind sie auch nicht. Digga, Vancouver, diese Pisse wirklich. Ich hab überlegt, so... Das sah mir nicht so groß genug aus, weißt du? Das ist obvious halt ein Randgebiet, aber... Ja, ist immer schwer, Bruder. So, das müsste, glaube ich, in Japan sein. Warum bist du mal 24-7? Lass dich auf einem Band wohnen. Ja, es ist auch Japan. I don't know. Ich trainiere halt viel. In Tokio, Osaka? Ah, mitten in Tokio rein hätte auch nicht sein müssen, ne? Ja, aber es ist... Oh, aber es ist... Stark. Muss man trotzdem mitnehmen. Auch wenn sich man... Also, weil eben einfach die Städte so riesig sind und... Ja. Ja, was ist denn das?
schon mal die gerösteten Maiskörner mit Barbecue von Kore probiert? Ja, Mann. Kommen wir. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Wobei? Bin mir nicht zu 100% sicher. Aber wir haben also auch Maiskolben mit Barbecue-Soße selber gemacht, Bro. Die war auch richtig geil. Ogden City. Man kann sich sowas wie so Spare Ribs machen aus Reis, aus Mais, meine ich. Überkrass. Müsst ihr mal probieren. Gibt's auf TikTok richtig viele Rezepte. Harrison Boulevard. Utah. Ich hab Utah. Digga, Boss. Okay. Dann lass Utah verteilen. Wo ist denn Utah? Nevada. Rechts davon. Östlich davon. Achso, danke. Okay, Salt Lake City einfach, glaube ich. Ja. Nice, let's go. Guter Call, Bruder. Wie bist du auf Utah gekommen? War auf dem Truck hier. Schön. Vierfacher Schaden. Vierfacher Schaden, let's go. Ich gehe rückwärts. Mhm. Theoretisch. Ja. Yep. Und ich nehme Russland, an, das wird... Ist Russland? Ja. Oder wirklich, ne? Manchmal kommen auch so Bilder, da ist dann so richtig schlechtes Wetter da. Dann sieht es wirklich so aus wie so DayZ, Bro. Frisch gespawnt, Junge, jetzt erstmal looten. Es ist halt so ein gigantisches Land, ne? Geh mal wirklich ein bisschen östlich von Moskau und ich würde jetzt nicht so krass weit. Ich geh mal hier so. Ist so verrückt, wie groß das Land ist und wie wenig es dann doch irgendwie gibt da, ne? Jedenfalls hier bei Geogas halt. Ja, also zwischen den Städten ist halt echt sehr viel nochmal Fläche. Boah, es könnte vielleicht sogar noch krasser im Osten sein. Das ist halt so schwer, manchmal einzuschätzen. Boah, okay. Oh, das haut rein. Boom. Der reicht sogar. Der reicht perfekt. Wow. Wunderschön. Wunderschön, Junge. Du bist eine verfickte Legende, Mann. Einmal ich habe ein bisschen gefangen. Ich habe anfangs ein bisschen schwach, aber jetzt komme ich hier langsam in meinen Rhythmus. Das Spielglück ist auf meiner Seite. Lass sie nicht reden. Reinqueuen. Ja, okay. Sorry. Nee, Spaß, alles gut. Ja, sehr, Bruder, du bist crazy. Das ist wirklich krass. Ich kann manchmal gar nicht helfen, Digga. San Jose, Bro. San Jose. Das Ding, das Schild links, das ist argentinisch. Es ist eigentlich. Also, 10H, Punkt 10H. Achso, der Moment, das ist von dem Laden hier. Das Schild meine ich, ist, aber ich glaube, das habe ich mir ein bisschen falsch gemerkt. Paris, nee, wir sind in Mexiko. Wir sind in Paris. Nein, ist kein Mexiko. Mexiko wäre Alto, sorry. Es ist. Warte mal, was haben wir? Es ist Peru. Peru, nee, ja. Ist nicht Peru. Nee, das ist. Wir sind alle auf dem selben Ding. Ja. Genau, den hab ich gesehen. Boah, aber das Schild, das hat mir doch gestern. Ich war eine Woche in Miami mit meinen zwei besten Bros und jetzt flieg ich allein heim. War die beste Zeit meines Lebens, aber bin die ganze Zeit eins vor weinen, weil es so surreal war. Okay, der hat Argentinien played. Ich weiß gar nicht, ob Miami sich lohnt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ob sich das lohnt. Aber check ich auf jeden Fall, Digga. Ich bin auch noch am Überlegen, ob wir einen kleinen Squad zusammenstellen und IRL-Streams machen aus irgendwie LA, Miami, I don't know, New York vielleicht. Am liebsten würde ich nochmal nach LA gehen, um ehrlich zu sein. Die Leute fragen mich immer, was ich da will, aber ich finde es irgendwie mega geil. Jedes Mal, wenn wir da waren, war es übelst sick. Digga, so wild, dass die einfach WhatsApp. Brasilien, 100%ig? Ja. Ja. Ich gehe für. Geh ruhig Brasilien, südlich, glaube ich. Ja, okay, dann geh ich noch ein bisschen südlicher. Ah, Sao Paulo, let's go. Schön, Bruder. Wow. Guter erster Hitter, der ist saftig. Ach, Rua ist portugiesisch für Straße, das war's, okay. Okay, mehr. Rechtsverkehr. Sehr krass bergig. Ich glaube, Frankreich, Bro. Ich glaube, es ist Frankreich. Ich glaube, es ist Franz. Wohl? Oder war das Spanisch? Also eins von beiden würde ich sagen. Spanisch, Portugiesisch oder Französisch? Ich glaube, ich würde eher. Okay. Palma, de Aguas de la Palma. Okay, also entweder Spanien oder Portugal. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten, Bruder. Ist eher Spanisch. Ich glaube, im Portugiesischen wäre es eher ein Do. Ja, safe. Also ich sag dir, also es könnte halt Palma sein, ne? Also es kann halt. Malle? Naja, Palma de Mallorca, ja, das könnte. Ballermann? Also ich geh mal nach Palma, weil also das sieht mir sehr inselig auch aus. Okay, ich mach's nicht, ja? Ja, geh mal ruhig fest dann, nochmal sicher. Geh an die Küste, geh irgendwie. Ja, ich mach hier so. Aber das ist, ja, das kommt hin, das ist super inselig. Guck mal wirklich, wenn du halt nach links, also wenn du von der Straße nach zur Seite guckst, das muss Palma sein. Oder es sind die. Kanaren. Ja, das gibt's auch Sinn. Das ist verrückt. Aber wir haben trotzdem Damage gemacht. La Palma ist Kanaren immer, okay. Emanuel, Salon.
Bruder, Real Talk in der Bandenbox sein. Nicht mal Joke sogar. Ja, auf jeden Fall EU-Plates, aber... Naja, ist auch zu Europa auf jeden Fall. Ey, no joke, Bruder, das sieht wirklich aus wie so eine... Das sieht so aus, wie ich so... So das Dorf, wo ich herkomme, mir abgesperrt. Polen, glaube ich, Bro. Ja, Polen, ja, Polen, safe, Polen, safe, Polen, safe. Ja, ich gehe... No joke, so habe ich mir das Dorf um meine Grundschule abgespeichert. Geh du mal nach Nordosten. Also such dir eine Richtung davon aus, wo du hin... Vielleicht Nordosten... Ja, das ist halt, ja, ist ein Poker. Tut aber nicht so sehr weh. Ja, Zebrastreifenschild war auch polnisch. Also du hast da auf dem Zebrastreifenschild keine Streifen. Dann ist das wirklich Polen. British Trip Hazard. Gelbe Kennzeichen, Bro? Nur hinten? Ja. Ist British. Kevin, kannst du Basti fahren bei mich in Band? Nö, aber wir können dich hier auch bauen. Ja, Mann, wir halten zusammen. Ups. Ja, geh du irgendwo vor Gebiet, also so um London herum und dann... Okay. Ich find's geil eigentlich, man kann sogar Mod-Kommentare mit den anderen Streamern teilen. Ja. Ich könnte meine Mod-Kommentare, die bei mir steht, also wenn da zum Beispiel steht, hat Mods extrem beleidigt oder so, könnte ich das mit Basti teilen. Und dann sehen, ja, Bastis Mods ist auch und umgekehrt. Voll geil. Ist auch für Discord und so eigentlich sehr praktisch. Wir sind in Japan. Mhm. Boah, Japan ist, glaube ich, auf der Bucketlist wirklich auf so Nummer 1 Orte, die ich noch sehen will, Mann. Ja, wenn man so das auch Tokio sieht. Tokio oder so. Oder am besten ein bisschen mehr und ein bisschen mehr rumfahren auch. Was machen wir, Bruder? Ich mach mal den Klassiker wieder, oder? Ja. Geh wieder so ein bisschen Süd-Tokio rein. Ich bin gerade ein bisschen... Ich traue mich. Ich habe ein bisschen Angst, dass das... Vielleicht auch in Taiwan, aber es müsste das Japan Crunchen sein. Das Crunchen ist mega geil. Mach weiter so. Nein, mach ich. Fliege am Donnerstag nach Tokio, Bro. Crazy. Nicht LA ganz oben auf deiner Liste? Nee. Aber, also ich würde auch direkt nach Tokio anstatt nach LA, Bro. Aber ist für Streaming halt leider Dogshit 9000. Also ich würde jetzt mit deinem Kalifornien-Gast ein bisschen gehen. Ja, Palm auf jeden Fall, ich ahne. Catalina irgendwas. Das ist doch LA. Jetzt mal Real Talk. Real Talk ist LA. Also Real Talk sogar. Ich glaube, das ist wirklich, also das sind die Hills und so. Ja, ja, ich würde auch sagen, das sind so die Hills. Ich fahre noch ein Stück, Bruder, dann gucke ich, ob ich's. Boah, ja, würde ich viel gehen, Bruder. Dann hau dir mal da rein. Ich glaube, ich. Shop, ja, ja. Gerade Franklin auch gesehen, Junge. Ja, gehst du LA? Ja, ich gehe für die Hills auch. Dann gehe ich jetzt mal, ich gehe trotzdem ein bisschen Kalifornien in den Norden noch mehr, dass ich da einfach nur absichere. Jetzt hat er jetzt nicht Kalifornien. Mann, die Hills, Digga, ich hab's voll vergessen. Stark. Er hat Hillski Downtown, ja. Classic. Das ist, boah, den Bollard habe ich gestern noch gelernt mit der Mütze. Mit dem Kirillisch. Also das ist, wir sind in Russland, das ist, den gibt es nämlich auch in Russland, den Bollard. Wir sind in Russland zu 100%. Oh, cool, mal wieder. Aber ich da würde... Da waren 69, als uns das was bringt. Nicht wirklich viel, aber ich würde eher ein bisschen so an die europäische Grenze gehen. Mal du ein bisschen östlich von Moskau. Ja, Mann, Bananensaft, du sagst es mal, man. Vielleicht nicht so clever verteilt. Danke für die drei, Bro. Nö, das passt. Ah, Boss! Boah, Real Talk, das haut auch ordentlich rein mit dreifachen Damage. Chill, Bruder. Auf jeden Fall. Okay. Kilometer auf jeden Fall, was ist da hinten? Inizio de... Na, Südamerika, oder? Das ist ein... Brasilien auf jeden Fall. Ja, das ist Brasilien. Ja, zu 100% Brasilien. Okay, Boss. Ja, aber wo? Ich sag dir ehrlich, ich hau den... Ich glaube, wenn du so ein bisschen Süden gehst... Mach ich. Come on! Das könnte jetzt entscheiden werden. Ja, das haben wir, haben wir. Aber ja, das gibt Damage für die. Boah, das gibt ordentlich Damage, Bro. Krass, schön. Ne? Das sind 200 Kilometer näher. Das haut so rein, holy shit. Oh, das wird interessant, das wird interessant. Schwarzes K
Heute schon gefickt? Nee. Nee. Nee, das ist dann. Heute tatsächlich nicht, nee. Schwach, ja, ja. Peinlich. Das ist sehr wahrscheinlich. Oh, zeig mir den Pol. Wir sind Südostasien, Kevin. Das ist ein. Bruder, ich habe keine Ahnung, Real Talk. Geh mal Thailand, Indonesien, einfach, wir müssen hoffen. Ich gehe dieses Thailand-mäßige rein. Was ist das? Ja. Gibt uns. Philippinen? Philippinen. Ich habe echt. Philippinen hätten Rechtsverkehr. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Schön, aber. Digga, wir waren trotzdem näher. Sehr geil. Okay, jetzt machen wir es. Jetzt machen wir zu, das Ding. Ja. Ja, das ist LA, sag ich dir. Wow, das ist es wieder. Nee, keine Ahnung, Bro. Vielleicht so Miami oder so sogar? Ja, es muss Miami sein mit den Palmen. Also Palmen, aber es ist so mega flach, you know? Das kommt sehr in Frage. Also wenn du möchtest, kannst du nach Miami gehen. Geh mal du nach Miami. Ich weiß nicht, ob einer von uns trotzdem nach LA sollte, Mann. Ja, ich würde eher... Ich hab so Angst, dass jetzt gleich LA ist und dann sind wir gefickt. Nein. Mach ich's, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass es nicht LA sein kann. Ich hätte jetzt noch ein bisschen Bundesstaat. Oh mein Gott, was ist das für eine Flagge, Bro? Marine, irgendwas. Okay, ja. Es ist. Die sind näher dran, Digga. Sollte ey, das ist ein ganz Ding. Ja, easy. Easy nehmen wir. Tanken wir, ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier eher so Baltikum oder Polen oder mal wieder in Russland, weil ich habe schon wieder keine EU-Plates. Digga, wie schnell hast du ein Auto gesehen, Bro? What the fuck? Boah, ich will echt ein bisschen Variation haben, ne? Das fuckt ein bisschen ab. Ja, fühle. Das ist eins von DayZ hier gerade wieder. Wir sind in der Ukraine, tatsächlich. Ja, lass direkt machen, Bruder, da kommen die nie drauf. Ja. Außerdem natürlich mal wieder den Stream offen. Ich gehe nach Kiew, geh mal vielleicht du ein bisschen westlich. Ja, Ukraine ist eigentlich sehr. Ja, wir haben auch das Autos rot von hinten. Porsche-Chappers? Das könnte es sein. Das könnte der Finisher sein. Das könnte der Finisher sein. Das ist es auch. Das ist er. Erreicht. Der ist vorbei. Sauber. Guter Guess. Zugemacht, Bruder. Schön. Boah, geil. Schön, die Bro. Haben, schön. Die haben wir gut vernascht. Ja, Mann. Ich glaube, die haben wir sogar zweimal vernascht. Die hatten wir davor auch schon einmal. Ich glaube, dreimal jetzt sogar. Puh. The fuck, Bro. Get good. Die queuen dich nochmal. Real Talk. Willst du noch einen? Einen letzten? Einen Abschluss? Oder war es das? Einen allerletzten. Das müssen sie aber echt, die müssen die Map hier anpassen. Die sollen dieselbe so ein bisschen machen wie... Ja, auf jeden Fall. Und ich sag auch ehrlich, ich finde einen Ranked Mode echt cool dafür. Ja. Auch wenn das jetzt nicht so, also ich bin jetzt nicht so mega gut oder so, aber deine GTE-Serie feiere ich extremst. So, wir haben ein schwarzes K. Ich sage dir, Kevin, das ist Steppe. Oh ne, wobei, warum ist die Sonne jetzt schon wieder? Warum ist die Sonne? Bruder, ich schwärm direkt aus, ja? Mach du so irgendwas mit Sonne, Digga? Ich fahr direkt. Ja. Mach du diese Sonnenspielchen, Digga? Ich fahr. Ich fahr mich, wohin mich die Straße führt, Basti. Also mein erster Gedanke ist eigentlich ein bisschen Steppe Peru. Sehr geehrte Herr Telle, dürfte ich fragen, wann Ihr Restaurant Uzikat und Gel wieder geöffnet hat? Ich stehe hier schon seit verfickten 2 Tagen vor verschlossenen Ja, ich gehe nach Peru. Steppe Peru. Geh du nach, werde ich das Gesundheitsamt. Geh mal du bitte. Grüße, Jürgen. Geh mal dorthin, wo es in Argentinien so gelblich eher ist. So da in den Süden. So, Ja, ich check. Achso, den Süden von Argentinien oder im Süden von... Ja, da bist du. Okay. Ich wollte aber nach irgendeiner großen Stadt gesucht und dann hab ich gesagt... Okay, ja, ist die erste Runde, ne? Ist die erste Runde, aber meine Vermutung, so... Ja. Okay, zweite Runde, Digga. Doppelten gelben Streifen in der Mitte. Ja. Road 1970. Ja, es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was NA-mäßiges. Eieiei. Züch, Alter. Oha. Nur Liebe für euch zwei. Bin in letzter Zeit. Ich würde auf jeden Fall eher mehr nach Norden gehen. Ich glaube, ich tendiere auch gerade mehr zu einem Kanada-Guess. Aber bleib du in den USA. Geh mal du in einen nördlichen Staat. Irgendwie so. Kannst du Minnesota oder. Montana genommen. Oh, fuck, das war sein. Das könnte over sein. Nee. Achso, nee, ist noch gar kein Multiplicator hier. Ja. Das habe ich aber nicht so. Oh, den weiß Moritz, ich direkt. Danke, das ist Sri Lanka. Lass direkt einloggen. Ich glaube zumindest, es müsste in Sri Lanka. Oh. Hier, Bruder, wo bin ich? Ich mach direkt fuck it rein. Einfach Druck machen. Oh, Bro, ja, es müsste Sri Lanka sein.
Weil wir haben... Druck mal auf die Risky-Dinger gehen. Wir haben große Kondensatoren auf den Poles und die sind symmetrisch. Ja, war nicht. Aber nehmen wir. Aber es ergibt Sinn, dass es da sehr ähnlich ist, weil wir sehr nah an Sri Lanka sind. So, ja, das ist mal... Ich fahr wieder. Ja, düst los, mein Bester. 65 km/h, Bro. Ist Kanada. Und ich würde halt auch wieder so eher, weißt du, so Westküste. Also so im Westen. Druck machen. Mont Orford. Wir sind in so einem Skigebiet. Also hier kann man auf jeden Fall in der Nähe Ski fahren. Oh, Berge. Nein, es ist Quebec. Wir haben ein französisches Stoppschild. Wir sind im Osten. Quebec. Okay, ich let's go. Ich gehe Toronto, I guess. Vielleicht hätte ich noch mal. Ich weiß nicht. Ein bisschen, es ist halt hügeliger und so, aber es muss auf jeden Fall Quebec sein. Ja, okay. Oh, züchtiger. Okay. Wir kleppen unseren Arsch gerade ein bisschen. Wieso? Wir hatten halt beide das Richtige. So, es ist minimal. Ja, aber so slowly einfach, weißt du? Ja. Weiße Taxischild oben. Ich weiß nicht, ob das dir irgendwas bringt. Nicht so richtig, aber ich glaube... Also mein erster Guess ist Frankreich. Aber, I don't know. Nee, ich glaube, das muss sowas Richtung Niederlande sein. Niederlande, Luxemburg. Keine gelben Kennzeichen? Doch, auch teilweise. Bei mir nicht, Bruder, nicht eins. Hier sind richtig viele Autos. Oh mein Gott. Frankreich, Bruder. Ist Frankreich. Hier war ein Kennzeichen nicht zensiert. Hundertprozentig. Okay. Wir warten Anhänger aus Gütersloh. Was hattest du gerade gesagt? Frankreich? Ja, hundertprozentig. 100%. Ja. Hier ist ein gelber Kennzeichen. Bro, lass irgendwo Nähe Niederlande nehmen. Weil ja, okay. Du siehst die ganze Zeit, also so Belgien, Niederlande, so diese mäßige. Hm, wo würdest du dann an. Ich gehe mal so diesen hier. Ich mach mal diesen. Ja. Gütersloh, Bruder. Also Gütersloh ist es nicht. Den Call würde ich mal machen einfach. Ja, stimmt, es kann auch Belgien sein. True. Vielleicht sind auch Leute aus. Ja, smart. Nice, langweilig. Digga, es ist einfach Paris, Bruder. Wie fucking ass boring, Alter. Nee, Baltikum hatten wir heute legit noch nicht ein Ding. Also wenn, was hat Russland? Also das ist, also hier in dem... Digga, wo sind wir denn hier schon wieder? Bruder, da kam kurz ein Bild von mir, bei mir aus 1988 oder so. Junge, Alter, was war das denn für eine Grafik? Das ist aber eine ganz interessante Info. Es könnte dann etwas ältere Texas-Coverage sein. Das sieht nämlich für mich auch sehr... Hier ist grün auf einmal komplett. Ich habe Biom geswitcht. Kurz Enderpferde geworfen. Ist halt unfassbar flach, ne? Und also... Sieht ein bisschen aus wie Windows XP-Background. Ja. Ich würde sagen, das ist für mich alte Texas. Alte Texas. Ja, let's go, komm. Jetzt streitet ihr mir den Abend, ich liebe euch. Hoffentlich sieht man sich am Montag in der Eishalle. Vielleicht hätten wir uns ein bisschen verteilen sollen, aber mal gucken. Oh ja, maybe. Freue ich mich auch drauf, Chat. Am Montag ist das Eis-Event von den Pete's Meets. Da sind wir auch vor Ort. Wirklich? Das wird geil. Ich glaube, es wird auch gestreamt, oder? Also, denk mal. Es war Texas. Ja, ein bisschen nördlicher. Boah, rein. Boah, guck mal, das ist einfach. Er ist einfach eine große Straße, einfach nur da drüber. Ja. Und das knallt so. Danke für die 10, Bro. Viel Liebe, Mann. Trafico, irgendwas? Accesso, irgendwie? Keine Ahnung. Das ist in Italien. Sure? Ja, zu 100%. Boah, was sind das für goofies Autos hier? Digga. Es ist zu 100% Italien und wir sind... Ich hab noch gar keine Pizza gespottet, Bro. Es kann gar nicht Italien sein. What the fuck? Firenze? Ist das das ist italienisch für Florenz, ne? Ja. Dann ich gehe nach Florenz. Dann geh ich geh Rom einfach oder so. Ja, mach. Ich mach mal hier diesen. Ja, das ist italienisch für Florenz. Das ist Toskana hier. Bin ich auch wieder irgendwie auf LSD-mäßig unterwegs. Ach, Digga, wussten die natürlich. Scheiße. Okay. Boah, okay, aber haben wir noch? Nice. Haben wir noch. Wir sind auf halb, aber geht. Vielleicht hätte ich einfach auch voll committen sollen. Vielleicht hätte ich noch was Näheres gehabt. Aber auf der anderen Seite die paar Punkte jucken, ne? Das ist wieder Ghana. Das ist wieder Ghana. Ich will ein Bild von Joko und Klaas. Du nach Kumasi, ich geh nach Accra. Ghana. Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich hingehen? Ghana, nach Kumasi. Kumasi? Mhm. Jimmy und Blas. Oh mein Gott, wir haben's. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Feierabend! Feierabend! Das Comeback, Bro!
Geil. Das Comeback des Jahres, holy shit. Segregierte Hartelle. Also Bro, mit dem Win kann man sich, glaube ich, also wirklich mit dem Gewissen. Ja. Sonst wäre